Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mixmash hier auf The Producer Network. Wir streamen live auf YouTube, Facebook und Twitch. Und in dieser Sendung interviewe ich immer ganz gerne Kollegen, Freunde, Toningenieure, Musikproduzenten, Komponisten, Arrangeure, um einfach mal zu checken, wie machen die das so. Und heute habe ich die große Freude, einen Kollegen zu interviewen, den ich schon ganz lange kenne, der auch in Berlin sehr umtriebig ist. Er wurde schon von vielen bezeichnet als der Meister des Live-Recordings, als der Albert Einstein des Live-Recordings, hat sein Kollege Gordon Ruffer ihn mal bezeichnet. Ich begrüße ganz herzlich heute Abend Moses Schneider. Grüß dich, Moses. Schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. ja, den Meister des Live-Recordings. Wie kommt es überhaupt dazu, dass du irgendwann mal für dich so gesagt hast, Live-Recording ist einfach das Ding? So, eigentlich hast du damit ja schon ganz, ganz früh angefangen und hast gesagt, irgendwann schon in den 90ern wahrscheinlich, ne? Irgendwie, ich verabschiede mich von diesen 80ern mit irgendwie dem durchdesignten Klick, irgendwie von diesen geraden Rhythmen, von allem, was irgendwie aufgeräumt und clean ist, und gehe wieder zurück zu einem Sound, der irgendwie eher auf Emotionen basiert, auf Temposchwankungen basiert und so weiter. Was gab es, irgendeinen Schlüsselmoment, wo du eigentlich gedacht hast, das mache ich jetzt oder so? Also erstmal schön, dass du die Antwort selber gegeben hast, weil genau so war es. Ein Kind der 80er ich bin und damit auch Click-Track verseucht und MIDI verseucht. Und für mich war das, als ich im Hansa angefangen habe zu arbeiten als Assistent, war es quasi das Normalste auf der Welt, erst mal mit Click-Track anzufangen, dann kommen die Drums und so weiter. Mir war das völlig fremd, dass Bands überhaupt zusammen in einem Raum stehen können und Mucke machen können. Und wenn es ein Schlüsselerlebnis gab, dann auch im Hansa, war wahrscheinlich 88 oder so, es war die Band Crime in the City Solution. Und die waren in der großen Halle und ich war damals in der Halle quasi der Assistent, war für die Halle zuständig und dachte mir schon so, ja, lass sie mal zusammen hier jammen, das wird überhaupt nichts. Und das war genau das Gegenteil. Also es hat mich so umgehauen, dass ich wusste, das ist wahrscheinlich der einzig wahre Weg, wirklich Musik aufzunehmen. Davon, ich habe dann auch nicht mehr, also das war dann für mich auch so glasklar, dass ich dann auch gesagt habe, okay, man muss es vielleicht hier noch verfeinern oder ich muss erst mal lernen, wie geht das überhaupt? Und bin ja dabei auch geblieben. Aber du hast ja natürlich diese Live-Erfahrung selber mitgebracht, weil du ja auch eine Band hattest, also du hast ja in mehreren Bands auch gespielt so, und eigentlich dieser, sagen wir mal, diese Emotionen, die da aufkommen, wenn man eben live zusammenspielt, die hattest du ja schon so immer erlebt, ne? Aber so im Produktionsprozess war das dann eher eine Sache, die du dann eben für dich als Produzent einfach so festgelegt hast, wo du gesagt hast, ich mache hauptsächlich diese Dinge, oder? Ja, wie gesagt, in den 80ern war das mit der Bandspielen noch nicht so weit, kam ja gerade erst von der Schule, dann eben gleich Assistent, ist natürlich super. Band kam dann später, erst Mitte der 90er, aber natürlich war da schon längst klar, so ey, das müssen wir als Band gemeinsam einspielen und so. Also das war, da gab es gar kein anderes, es gab keine andere Möglichkeit, nur diese. Ja. Und lassen sich denn sozusagen die Bands, die du produzierst, lassen die sich gerne darauf ein? Ich meine, natürlich wissen die alle, wir gehen zu Moses Schneider, das ist der Cheftyp dafür, wir probieren das jetzt mal. Gibt es dann auch irgendwie so Bands, die dann irgendwann mal echt sagen, ich glaube, wir kriegen das nicht hin oder keine Ahnung, die sich zu weit aus dem Fenster gelehnt haben, oder bist du dann sozusagen coachmäßig hartnäckig und sagst, kommt Jungs, ihr schafft das so? Nee, ein aktuelles Beispiel ist so ein Tokotronic. Tokotronic, mit denen habe ich sehr viel live aufgenommen und die meinten irgendwann, Moses, wir haben keine Lust mehr. wir haben keine Lust mehr, im Proberaum zu gehen, die Sachen zu üben. Wir wollen mal was anderes ausprobieren. Wir wollen auch mit Streichern arbeiten. Wir wollen an den Arrangements feilen. Wir wollen größer sein, als wir eigentlich sind. Und dann ging es nicht anders. Da mussten wir ja mit Click arbeiten. War dann auch für mich okay. Ich sage, ey, wir haben jetzt so viele Platten ohne Click gemacht und live. Und warum nicht mal was anderes probieren? Ja, es ist ja auch nicht so, dass du das jetzt pauschal irgendwie dogmamäßig ablehnst oder so. Ne? Es ist ja auch nicht so, dass du halt alles live gespielt sein muss. Also es gibt ja auch Overdub-Sachen, die dazukommen, natürlich irgendwie auf den ganzen Produktionen drauf. So. Aber dieses Click-Track-Ding ist schon, was ist so persönlich dein Gefühl, wenn du eben auf den Click-Track verzichtest? Was ist sozusagen der Gewinn? Gibt es irgendeinen Verlust auch dabei? Gibt es irgendein Risiko dabei oder so? Was ist eigentlich das Ding dabei? Ja, also der Verlust ist riesig. Also man redet immer so viel von Dynamik und man verbindet mit Dynamik meistens laut und leise, aber Dynamik ist auch schneller und langsamer.
Und nicht jedes Stück, nicht jede Komposition hat an derselben Stelle das gleiche Tempo. Also warum sollte die zweite Strophe genauso schnell sein wie der erste Chorus? Wer sagt das? So, also, und deswegen, Songs in ihrer Komposition haben langsame Teile und schnellere Teile. Jeder Mensch, der am Klavier, an der Gitarre einen Song schreibt, macht Pausen, wird langsamer an bestimmten Stellen, um dann wieder Luft zu holen, um wieder einzuatmen. Und das ist für mich quasi, das gehört genauso zur Komposition eben wie laut und leise. Deswegen ist für mich das Arbeiten mit Clicktrack grundsätzlich erstmal so, okay, wir schneiden 50% von der Komposition erstmal ab. Alles ist gleich schnell. Und insofern, was habe ich davon? Wenn ich natürlich ohne Klick arbeite, dann müsste die Band wirklich zusammenspielen. Weil was nutzt mir das, wenn ein Schlagzeuger alleine spielt, ohne Klick meinetwegen? Kann er ja meinetwegen machen, aber... Dann ist es schwer für die anderen nachzuvollziehen, warum er an der Stelle langsamer wird und ja, so weiter. Insofern ist es natürlich dann Menschen ohne Klick, dann sollten möglichst alle im Raum dabei sein. Und dann merkt man auch so, dass eine Band eben auch ihren eigenen Sound hat, weil der Sound sich eben nicht nur über die Lautstärke gibt, sondern eben auch, wie das Tempo gestaltet wird und so weiter. Ein berühmtes Beispiel ist für mich immer, sind die ersten beiden Police-Scheiben, wo man den Drummer schon am Schnellerwerden erkennt. Also nicht nur am Sound, dass er spielt, sondern wenn es heißt So Lonely, dann gibt er halt Vollgas. Und ist halt 10 Beats schneller als eine Strophe. Ja, stimmt. Ja, genau. So, warum nicht? Und ist es dann aber trotzdem so, dass, sagen wir mal, dass ihr irgendwie so grundsätzlich oder dass du grundsätzlich so ein bisschen so ein Tempo festhältst, so als, sagen wir mal, dass man trotzdem wie so ein Count-In irgendwie hat, der immer sozusagen das gleiche Tempo ist? Oder ist das völlig egal? Nee, bei schwierigen Nummern, bei ganz schwierigen Nummern ist es am besten, wenn man so ein Anfangstempo hat. Danach darf sich der Song verselbstständigen. Ja, ja. Aber wenn bei Songs, die, sage ich mal, nicht so schwierig sind, wird es immer einen Take geben, der ist ein bisschen langsamer. Es wird immer einen Take geben, der ist ein bisschen schneller. Und die kann man sehr wohl voneinander unterscheiden. Man kann sagen, boah, in dem langsamen Tempo kommt der Song viel besser rüber als in dem schnellen Tempo. Es gibt auch Songs, wo man sagt, so, boah, so eine langweilige Nummer, aber wir haben sie so verdammt schnell gespielt. Jetzt ist da Salz, jetzt ist da Pfeffer in der Suppe, jetzt geht's richtig ab. Also, wie gesagt, das sind dann Sachen, die muss man zulassen. Also, man darf nicht einfach sagen, okay, nee, das war jetzt zu schnell, sondern nee, cool, alles klar. Ist auch eine interessante Perspektive. Und spätestens, wenn man vom Essen zurückkommt, dann macht man ja sonst so erstmal die langsame Version, weil es sind erstmal Saat. Und die wird verglichen mit der Version vorm Essen, die wesentlich schneller ist und so. Und dann sieht man so, ah, okay, das ist cool für den letzten Refrain. Für den letzten Refrain nehmen wir auf jeden Fall die Version vor dem Essen. Und die erste Minute nehmen wir von der Version nach dem Essen. Ist das durchaus auch ein produzentischer kleiner Kniff irgendwie, dass man sagt, komm, bevor wir jetzt essen gehen, machen wir nochmal schnell eine, weil hungrig spielt man anders als eben, wie du sagst, satt irgendwie so? Ja, man muss sich das auch verdienen, das Essen. Ne? Also ganz ehrlich, also wenn noch nicht abgeliefert wurde, dann macht es auch keinen Spaß, essen zu gehen, weil dann gucken sich alle nur an und alle hoffen nur, dass es besser wird. Ja, und das stimmt. Dann ist auch schlechte Laune beim Essen. Deswegen, man muss sich das erarbeiten und dann kann man essen und dann kann man auch ein Bier mehr trinken, weil man dann schon weiß, so ey, wir haben das erste Etappenziel, haben wir erreicht. Okay. Wir wissen, über was wir reden und wir wissen, was wir vorhaben, wenn wir vom Essen kommen. Bevor du jetzt mit den Leuten ins Studio gehst oder mit den Bands ins Studio gehst, und also sagen wir mal, abgesehen davon, wenn du sowieso im Proberaum vielleicht aufnimmst, was du ja auch ab und zu machst, bis zu welchem Punkt bist du sozusagen im Proberaum? Ist es so, dass du hundertprozentig das Gefühl haben musst, okay, die können die Nummer nageln, oder sagst du auch, da ist noch Luft nach oben und dann gehe ich trotzdem ins Studio so? Im besten Falle kenne ich die Nummern auch auswendig und könnte auch mitspielen, im besten Falle. Es gibt manchmal Sachen, da ist das Budget nicht da, dann komme ich vielleicht nur einmal vorbei im Proberaum, aber ich muss dann checken, so was geht nicht. Wir bleiben beim besten Falle begleite ich die Band so lange im Proberaum, dass sich quasi beim Erarbeiten der Songs schon rausstellt, in welches Studio könnte man gehen. Weißt du, wenn ihr so einen Sound fahrt, dann könnte man eher in so ein Studio gehen. Wenn ihr sowas macht, dann können wir eher in so ein Studio gehen und so weiter. Dann klärt sich fast schon auch die Mikrofonierung. Wird es eher eine offene Mikrofonierung sein oder wird es eine Mikrofonierung sein, wo man ganz dicht rangeht und wenig übersprechen zulässt? Hängt immer davon ab, was man will und so weiter. Wie laut sind die Becken beim Schlagzeuger? Benutze ich Bändchenmikrofone für die Overheads? Oder nee, der spielt so soft, kommt der neben Kondenser und wir nehmen Kugeln, was weiß ich. Also es gibt ja da viele Möglichkeiten. Das klärt sich im besten Falle alles im Proberaum. Und dann weiß man so, okay, dann
wenn ich den Proberaum verlasse oder die Band den Proberaum verlässt, können Sie sich eigentlich im Kopf schon vorstellen, wie die Platte am Ende klingt. Im besten Falle. Ist nicht immer so, aber das ist im besten Fall. Das ist ja geil. Und du bist dann sozusagen coachmäßig irgendwann an dem Punkt, wo du sagst, okay, jetzt gehen wir ins Hansa-Studio oder jetzt gehen wir ins Chechiri oder so, wo du dir eben ausgedacht hast, also du hast ja gerade schon gesagt, danach würdest du jetzt so die Räumlichkeiten, die Größe, die Instrumente vielleicht, die da sind, irgendwie aussuchen oder so und die verschiedenen Studios. Das sind ja so zum Beispiel so zwei der Studios, in die du unheimlich gerne gehst. So, ne? Clouds Hill warst du jetzt in Hamburg auch auf jeden Fall. Gibt natürlich massenhaft Studios, in denen du warst, im Horus Sound Studio in Hannover auch, wo ich auch viel gearbeitet habe und so. Und wann ist der sozusagen der Punkt, wo du sagst, wisst ihr was, Leute, hier ist es auch geil im Proberaum, so wie du das mit den Beatsteaks gemacht hast. Wir bleiben einfach im Proberaum. Wann ist der Punkt irgendwie? Ist das auch, also ist natürlich eine Budgetfrage, logisch, aber ist es vielleicht auch einfach irgendwann mal so, dass du sagst, klingt total geil, ihr spielt gut, lass es uns hier machen. Ja, das hängt dann manchmal davon ab, wie gut die Songs vorbereitet sind. Wenn man merkt, ey, hier ist alles noch im Prozess und der wird sich sehr lange hinziehen, der Prozess, dann ist es nicht so sinnvoll, ein größeres Studio zu mieten, weil es sehr teuer ist. Falle der Beatsteaks haben wir, Boombox haben wir im Proberaum aufgenommen. Und natürlich über ein Dreivierteljahr. Also weil eben, es sollte viel experimentiert werden. Wir wollten wieder so ein bisschen so den alten Sound haben. Es sollte wieder furztrocken werden. Aber trotzdem sollte eine größtmögliche Bandbreite von Arrangements möglich sein. Und da hat man sich dann quasi entschlossen, da haben wir uns entschlossen sozusagen, da machen wir das im Proberaum. Ich bin auch nicht immer da, sondern die Band hat sehr viel selbst produziert. Arnim hat ganz viel an sich gerissen. Hat gesagt, das macht er nie wieder in seinem Leben. Ist auch klar, eine Band hat Hierarchien, aber eine Band ist eben auch ein Gefüge. Und sich da hinzustellen und zu sagen, nee, das ist noch nicht so weit, es kann so ein Gefüge ganz schön durcheinander bringen, dann ist es manchmal besser, dass es einen Produzenten gibt, der einfach sagt so, hey, ist es wirklich besser so? Ich bin dann quasi so eine Art, so ein Backup oder ja, also versuche das Dreivierteljahr so zu gestalten, dass trotzdem alle Bock haben, jeden Tag sich im Proberaum damit zu beschäftigen. Dass es immer wieder Punkte gibt, so okay, hier wieder, was kann man da noch machen, was kann man da noch machen und so. Das finde ich auch immer noch ein unfassbar starkes Album, Boombox. Also eben weil Proberaum und so und weil die Band da sehr eng war, also sehr eng, es war ihr Proberaum, also es ist ihr Ort, wo sie die Songs auch schreiben, ne? Also wo schreiben, arrangieren und aufnehmen, alles in einem und demselben Raum. Respekt, Respekt, Respekt. Aber deswegen auch ein ganz starkes Album heute noch. Höre ich total gerne. Ja, erstaunlich, dass man dann nicht so einen Lagerkoller irgendwann gekriegt hat, oder? Und gesagt hat, ey, wir müssen jetzt hier raus oder so, ne? Dieser Faktor Mediator auch in so einem Bandgefüge wahrscheinlich oder eben so ein Coach, der von allen irgendwie akzeptiert werden muss, ist ja natürlich eine deiner Hauptrollen. Und du hast aber auch schon mal irgendwo gesagt, dass diese Hierarchien, die so in so Bandkonstrukten existieren, wo doch einer ein bisschen mehr Power hat, einer, der mehr der Leader ist, da versuchst du immer sehr schnell rauszufinden, wie ist das Gefüge und das auch zu erhalten, oder? Also, dass man, also das wäre zumindest dein Weg auch, oder? So, dass sozusagen. Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Also, die wichtig ist beim Gefüge nicht rauszufinden, wer ist der Chef, sondern wer ist im Gefüge das schwächste Glied. Weil die Band oder die Platte kann nur so gut werden, wie das schwächste Glied quasi involviert ist. Das heißt, dass es immer Alpha-Tiere gibt, ist klar. Sonst würden sie ja nicht auf der Bühne stehen, sonst würden sie nicht sagen, wir sind die geilste Band der Welt. Weil das sagt ja jede Band über sich. Ne? Jede Band sagt, wir sind die geilsten. Und deswegen, also das setze ich mal voraus, dieses Grundding, wir sind die geilsten. Die Frage ist halt nur, machen auch alle mit? Und dann muss man woanders hingucken. Nicht den Obersten, sondern eher so, was ist denn da für eine Leiche im Keller? Was ist denn da für eine Leiche im Keller? Und man sollte sehr wohl darauf Rücksicht nehmen. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, dass man Hierarchien erstmal zerschlägt, damit überhaupt was Neues entstehen kann. Und dann ist der Produzent quasi der Fels in der Brandung und sagt so, okay, ich habe jetzt erstmal alles kaputt gemacht, aber hier stehe ich, kommt, ich mache das. Ist eine sehr anstrengende Sache. Ist eine sehr anstrengende Sache, wenn die schief geht, ups, dann ist nicht angenehm. Deswegen ist mein Weg eher der, ich lasse Hierarchien so, wie sie sind. Ich versuche nur, hinten den Arsch hochzukriegen, die Leute, die da hinten sind, dass die dranbleiben, dass sie nicht loslassen. Also ich bin quasi, ich schieb die an, sozusagen. Das ist das Ding eher.
Und das kann natürlich alles Mögliche sein. Das kann irgendwie die spielerischen Qualitäten sein und es kann aber genauso gut alles. Irgendwie die Persönlichkeit sein, wo jemand schüchtern ist oder irgendwas. Und das ist halt. Aber das ist eigentlich auch wahrscheinlich ja das, was dir auch so Spaß macht, oder? An diesem Job irgendwie so Produzent zu sein, dass man immer wieder neue Konstrukte hat, immer wieder mit neuen Leuten zu tun hat, immer wieder neu rausfinden muss, wie es da läuft, oder? Wir haben, jetzt müsstest du. Jetzt sind wir wieder da. Ich stell die Frage nochmal, glaube ich. Ja, mach mal bitte. Genau. Das ist ja das wahrscheinlich, was dir auch so Spaß macht daran, irgendwie, dass man immer wieder mit neuen Konstrukten zusammenarbeitet, mit neuen Bandkonstrukten irgendwie, wo immer die Situationen anders sind, irgendwie die Charaktere anders sind und man muss immer wieder rausfinden, wie coacht man die jetzt zum Besten irgendwie, oder? Ja, es ist ein wunderbarer Teil meiner Arbeit, ja. Also mit Menschen zu arbeiten, die sich gehen lassen dürfen, müssen sogar. Und das super einzufangen und aus jeder Energie eine gute Energie zu machen. Es gibt auch oft schlechte Energien. Schlechte Energien im Sinne von, die Leute streiten sich. Aber das kann man auch lenken. Lenken im Sinne von, hey, Moment, wenn wir gerade so drauf sind, wie sieht's denn aus? Dann bin ich noch irgendwo einen dreckigen Punkrocker, den man jetzt mal schnell einprügeln kann. Also das ist ein ganz einfacher Trick, aber funktioniert auch immer. Alle müssen lachen in dem Moment. Schon ist die Situation gelöst. Also geil. Super, hier kommen schon im Chat kommen schon die Fragen irgendwie, oder sagt schon, Jo, 696 sagt, ich bin ein Fan der Wurstmikrofonierung und Search sagt, was hat es mit der Wurstmikrofonierung auf sich? Dazu kommen wir auf jeden Fall heute noch. Muss ja sein, wenn man Moses hier schon irgendwie am Start hat. Ich würde aber sagen, wir hören mal vielleicht, also wir haben ja auch letzte Woche zusammengesessen bei dir in deinem Studio hier in Kreuzberg und du hast eine wunderbare Playlist zusammengestellt mit vielen Produktionen, die du gemacht hast. Wir werden nicht dazu kommen, alles irgendwie heute mal anzuspielen, aber zumindest ein paar Sachen wollen wir auf jeden Fall anspielen und gerade von den schon erwähnten Beatsteaks gibt es hier einen Song, wo sie Dendemann featuren und geiler Songtitel auch, wer A sagt, muss auch B zahlen. Ja, muss auch B zahlen. Super, sollen wir da gleich reinhören oder gibt es noch eine Story irgendwie dazu zu der Nummer? Nö. Ja, auch ein dreckiger Punkrocker, genauso. Ja, da hatten wir alle Bock und so habe ich Dendemann kennengelernt und ja, genau, schieß einfach ab. Ich schieß mal ab, ich mute uns mal und fahr mal hier die Nummer ab.
Oh Mann, Wahnsinn, was für eine Bretternummer auch. Typisch. Hier ist schon noch eine Frage. Wenn du in einen Proberaum gehst, was bringst du denn für ein Equipment mit? Nimmst du irgendwie was mit, um irgendwas aufzunehmen, oder Ja. nimmst du irgendwelche Inspirationssachen noch mit oder so? Ja, ich nehme Stift und Zettel mit. Da bist du oldschool sozusagen, ja? Also. Mega oldschool, ja. Also wenn jemand was aufnehmen möchte, dann soll er sein Handy rauszücken, kann das damit aufnehmen oder aber ich habe Stift und Zettel mit. Okay. Und diese Moleskine-Bücher oder so, die Davon archivierst habe du ich. irgendwo? Ja, hier im Schrank sind alles, es ist alles voll. Jede Produktion Ach, steht sehr da drin. krass. Und dann gehst du auch manchmal zurück wieder an die Bücher und sagst so, oh, wie habe ich das vor 12 Jahren gemacht irgendwie in der Produktion oder was war da oder so? Ja, manchmal fällt mir eins runter und dann blätter ich durch und denke mir so, boah, krass, ich kann meine eigene Schrift nicht erkennen. Aber ich kann erkennen, okay, das war die und die Produktion, okay, alles Aber klar. Den, nimmst du noch irgendwas ja. anderes mit? Also, oder ist das eigentlich, das ist dein Producer-Tool sozusagen? Ja, Stift und Zettel. Sehr geil, cool. Und da steht aber auch dann alles drin. Also da steht dann drin, ob das aggressiv sein muss oder also es sind Begriffe, die an die ich, an die muss ich mich später daran erinnern können. Im Sinne von ich versuche selber in Worten zu beschreiben, was ich eigentlich machen möchte. Also es macht ja keinen Sinn, einfach das nur aufzunehmen, sondern ich muss mich ja selber daran erinnern können, wenn ich es lese. Also jetzt nicht 3 Jahre später oder Ja. 10 Jahre später, aber also ich muss es verinnerlichen, das Ganze. Und wenn, jeder weiß es und so, wenn man Sachen aufschreibt, ne, dann sind sie drin im Kopf. Okay, und das bedeutet aber auch, das können eben ganz emotionale Sachen sein, die du dir dann aufschreibst oder Bilder Ja. oder irgendwie was auch immer dir einfällt, was eine Emotion bindet sozusagen, ja? Ja, oder jemand sagt was dazu. Jemand sagt, boah, ist doch voll der Luschenteil. Ah, der Luschenteil. Okay, nennen wir es jetzt den Luschenteil. Dann weiß jeder, was damit gemeint ist. Wir nennen ihn alle den Luschenteil. Also sind solche Begrifflichkeiten sind dann so, Okay, oder? das ist wie Genau. der Erdmännchenteil sozusagen, ja? Erdmännchenteil, der berühmte Erdmännchenteil. Genau. Genau. Sag mal, du bist jetzt gerade nicht in deinem Studio, sondern du bist jetzt einfach zu Hause. Dein Studio heißt Transporterraum und diesen Namen gibt es eben auch schon sehr, sehr lange. Wann hast du dein eigenes Studio gebaut oder wann war dein eigener Studioraum da und warum? Mein bester Kumpel Bensi Lauber und ich haben 1996 in diesen Räumlichkeiten hier, damals in der Wiener Straße, mit dem Studio angefangen, 1996 genau, und sind ein Jahr später in die Schlesische Straße umgezogen und da ist er bis heute noch, der Ja. Transporterraum. Und was war, also weil das war ja eigentlich noch zu der Zeit, war das ja fast noch so ein bisschen, wo man dann auch gesagt hätte, oh, das ist ja eher Home Recording irgendwie, oder? Also so in Mitte der 90er noch so ein bisschen, wo es noch die großen Studios und nur in den großen Studios passierte das so. Das war ja aber auch ein Entschluss, einfach dann zu sagen, hast du auch mal erzählt, die Möglichkeit zu haben, Sachen fertig zu machen, ohne dass es dafür tierisch Budget gibt, so, ne? Genau. Also 1996 war eine Zeit, wo Sampler auf einmal erschwinglich wurden. Also wir hatten auch schon so ein Akai S3000 damals für 4000 Mark oder so, keine Ahnung, war auf jeden Fall mega teuer. Und konnten eben Sachen nachbearbeiten, die wir in den teuren Studios aufgenommen haben. Deswegen haben wir den Transporterraum gegründet. Wir haben ihn gegründet, um einen Raum zu haben, wo wir unabhängig von Zeit und Geld Produktion fertig machen können. Und wir hatten eben sowas wie einen Sampler und so weiter. Und es ging schon mit Mehrspur los, Mehrspur digital. Damals wurde immer noch über einen DAT-Recorder, glaube ich, noch gewandelt. Wir haben, glaube ich, immer noch über einen DAT-Recorder gewandelt. Und die ersten Mehrspursysteme, oh Mann, das liegt so lang zurück, krass. Ich frage mich gerade selber, wie wir das gemacht haben. Das war auf jeden Fall mega aufwendig, aber ja, genau. Und Benzi war damals für mich der Großmeister am Sampler und so. Von dem habe ich das alles gelernt, als wir dann angefangen haben, den Computer zu kaufen. Der Computer wurde immer größer und so weiter. Und ich immer so: Nee, darum will ich mich nicht kümmern. Ich kümmere mich so um die Bands, um die Mikrofonierung. Und Benzi, du machst bitte schön den Computer. Das war natürlich Quatsch irgendwann, ne? Und also Benzi meinte irgendwann so: Ey, das ist so langweilig, wenn du mir immer erzählst, was ich machen soll. Hol dir selber einen Rechner, mach mal selber. Die Lektion hat gesessen und natürlich, wir sind immer noch beste Freunde und so. Also das ist sehr lustig nach wie vor Hattet mit ihr ihm. denn schon in Berlin auch sozusagen mehrere Transporterräume? Also gab es dann da schon mehrere Sachen oder?
Jein, wir hatten in Spandau draußen bei unserem Kumpel Stefan Gottwald hatten wir das Bauknecks-Studio. Ah. Das ist aber nie was Großes. Das waren so die ersten Anfänge. Da war das auch noch nicht der AKS 3000, sondern der S1000. Die Kiste war so groß, unfassbar groß. Mit, glaube ich, 2x5 Sekunden Samplezeit oder so, egal. Also damit fing es an. Transporterraum war dann nur noch Benzi und ich ab 96 und 97 eben der Umzug in die Schlesische Straße. Ja. Und es gibt aber auch einen Transporterraum, also ich will so ein bisschen auf diese New York Story auch raus. Da gab es dann auch irgendwie Transporterraum New York, oder? Transporterraum goes international. Was ist da eigentlich dann die New York Story sozusagen? Die New York Story war, dass wir mit der Künstlerin Susi Vandemeer, die wir hier in dieser Wohnung angefangen haben zu produzieren, 96, hatten wir einen Plattenvertrag bei der Polydor. Und damals gab es einen Film, der nannte sich Lola rennt. Und Lola rennt brauchte noch ein bisschen Musik. Und das passte ganz gut. Also den Song, den wir da hatten, der passte ganz gut. Und das war unsere Eintrittskarte nach Amiland, weil in Amiland war die amerikanische Version hieß Run Lola Run. Und die war sehr erfolgreich in Amiland. Und das war für uns eine riesengroße Eintrittskarte. Wir sind also rüber. Und dort habe ich Gordon Raphael kennengelernt, am 4. Juli 1998. Ich wollte damals mir Studios angucken, viele kleine Studios, wo man Sachen machen kann, wo man experimentieren kann. Also nicht das Geld ausgeben für ein großes Studio, sondern ganz viele kleine Studios in New York mieten und hier ein bisschen was machen, da ein bisschen was machen. Und am 4. Juli waren alle Studios zu, weil es ist ja ein großer Feiertag in Amiland. Und alle Studios waren zu, bis auf das Studio von Gordon Raphael. Und ich bin da vormittags hin, weiß ich noch, um 10 Uhr waren wir verabredet. Und wir waren den ganzen Abend zusammen, also den ganzen Tag, Abend und so, wir wurden beste Freunde. Und dann kam der Gedanke sehr schnell auf, ey, komm, ey, alles klar, wir machen Transporterraum New York. Also Benzi und ich wollten damals auch nach New York ziehen. Und so, weil wir haben da eine Menge Zeit verbracht und haben viele Leute da kennengelernt und hatten auch Lust auf die Stadt. Und dann war klar, dass wir, sobald wir wieder in Berlin sind, unser ganzes Equipment einpacken, in einen Container packen, rüberschiffen nach Amiland. Und Gordon hat die Immobilie gesucht, also den Ort, wo wir das Studio aufbauen. Das war 2. Straße Avenue A. Das ist ziemlich genau im Herzen von Manhattan. Also genau da, wo East Village und Lower East Side zusammenkommen. Also auch hier Kreuzberg-mäßig, wo also alle Bands und so, das war halt wirklich ein geiler Ort. Und ja, dann haben wir das da 1998 alles rüber geschafft. Und dann gab es ein anderes Ereignis, kein schlechtes, kein schlimmes Ereignis, aber es führte dazu, dass Benzi und ich in Berlin geblieben sind. Und dann gab es 2 Transporterräume, einen New Yorker Transporterraum und einen Berliner Transporterraum. Und in dem New Yorker hat denn Gordon letztendlich produziert und aufgenommen und so? Und ja, genau. Und dabei ist dann irgendwie dieses legendäre Strokes-Album rausgekommen, ja? Ja, das ist wirklich eine lustige Geschichte, aber man darf die auch nicht zu überstrapazieren. Es gab ja diesen ersten Tag, diesen 4. Juli 1998, und irgendwann war ich bei Gordon zu Hause und Gordon spielte mir so seine Musik vor und ich konnte relativ wenig verstehen, weil alles mit sehr viel Delays und Hallräumen und es war alles voll mit Effekten. Man muss dazu sagen, dass Gordon selber gar kein Toningenieur war, sondern Keyboarder war und quasi sich das selber beigebracht hat mit der Tontechnik und Hallräume und Delays, das war so seine Welt. Und da habe ich zu ihm gesagt, so, ey, Gordon, ich hab eine Challenge für dich. Versuch doch mal ein Jahr lang ohne Hallgeräte und ohne Delays auszukommen. Und ich bringe dir bei, was ein Kompressor macht. Dass man mit Kompressoren, wenn man das ganz krass einstellt, dann kriegt man auch Sustain und also so ein, was dahinter sozusagen also ist. Und daran hat er sich ja gehalten. Als er mir die Strokes-Demos vorgespielt hat, meinte ich noch so zu ihm, ey, du musst es doch nicht wörtlich nehmen. Ja, aber wie gut, dass ich mich getäuscht habe. Also Gordon hat da echt Eier bewiesen, hat es durchgezogen und hat ja für mich die ganze Welt verändert. Ja, Wahnsinn, echt. Krasse Story auch so, finde ich. Transporterraum ist aber eben nicht nur jetzt ein Studio, sondern Transporterraum ist auch Management, was unter anderem dich eben auch managt, so als Producer. Seit wann ist das? Das ist auch schon ewig, oder? Dass es so ein Management gibt, das sozusagen dich als Producer auch so managt? Ja, das fing auch da an, 96, 96, 98. Ja, eigentlich
Nee, stimmt, das war eigentlich so, solange es das Studio gibt, gab es eben auch Klaus Böhlitz. Klaus Böhlitz war damals im Tritonus-Tonstudio. War mit zwei anderen, deswegen Tritonus und so. Er hat sich dann selbstständig gemacht als Manager. Und wir waren halt seine ersten Kunden und so weiter. Und er hat quasi mit dem Namen Transporterraum hat er sich auch identifiziert. Und seine Karriere ging dann einher mit der Karriere von Seed, weil es waren eben auch mehrere Leute. Und mehrere Leute bedeuten mehrere Probleme. Die konnte er lösen, die Probleme. Und damit war er auch in der Managerwelt anerkannt. Und seitdem ist Transporterraummanagement ja auch eine gut gehende Firma, würde ich Ja, sagen. voll. Und was ist denn jetzt so, sagen wir mal, für dich oder für Leute, die jetzt sagen, ich glaube, Management wäre auch was Gutes für mich. Was ist sozusagen das, was das Management dir gibt an Freiheiten? Ist es so, dass du sozusagen dieses ganze administrative Ding, Verträge, Geld und so weiter weglassen kannst Das und du bist Künstler? ist es. Genau das ist Ja. es. Genau, also die Bands fragen nicht beim Management an, sondern die Bands fragen meistens mich an. Und das Management bei mir, jeder Künstler ist anders. Und bei mir ist es so, dass wirklich nur die Verträge und alles, was mit Geld zu tun hat, Briefverkehr etc. und so, das läuft alles Ja, übers und damit Management. hast du einfach deinen Kopf frei mehr für die Musik so, ne? Ja, Ist es so ist eigentlich es. richtig? Ich habe mal so eine Story gehört oder ich nur mal so eine kurze Bemerkung. Fand ich nämlich mega cool, dass du irgendwann zu deinem Management, du hast ja einige Platten verkauft irgendwie so und da gab es ja auch mal richtig ordentlich was aufs Konto so. Ist es richtig, dass du mal zu deinem Management gesagt hast, weißt du was, überweis mir nur einen monatlichen Grundbetrag und den Rest will ich erstmal so gar nicht wissen? Ist so. Ist heute noch Finde so. ich echt, ist auch eine krass gute Einstellung so, ne? Weil damit hast du erstmal so die Sorgen weg und kannst immer noch mal sagen, wenn du dir jetzt was kaufen, leisten oder was auch immer willst, checkst du einfach so, ist irgendwas da, geht's, geht, mach ich's nicht oder so. Aber du hast sozusagen, du hast im Grunde genommen so wie so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen. Wow, Wobei könnte man so natürlich diese sehen. Bedingungen schon längst geschaffen wurden. Aber ist ja klar. Aber so ist Ja. eigentlich. Finde ich echt ein ganz, ganz toller Ansatz, so, weil dadurch hat man irgendwie, hast du einfach auch deinen Kopf nochmal freier, oder? Naja, ich lebe auch nicht auf großem Fuße. Also mich interessieren auch Statussymbole nicht oder ähnliches. Insofern brauche ich kein Auto, keine teure Uhr oder sonst was. Ich bin auch kein Equipment-Nerd. Ich brauch kein Fairchild und so. Ich brauche funktionierende Dinge, die müssen funktionieren und dann ist alles cool. Und dann bei mir kommt es dann tatsächlich auf andere Dinge drauf an. Also so alles, was eben Geld und so diese ganzen Vertragssachen und so, sondern dann müssen sich andere Leute drum kümmern. Ich stehe jeden Morgen auf, gehe die Treppe runter und freue mich darüber, dass ich jeden Morgen ins Studio gehen kann, ohne über andere Dinge nachdenken zu müssen. Das ist ein großer Ja, ist Vorteil. geil. Finde ich echt einen guten, tollen, tollen Ansatz so. Sag mal, der nächste Song hier in dieser Playlist irgendwie oder einer der nächsten Songs wäre zumindest von Creator, Hordes of Chaos. Wie ist denn bitte Ja. so eine Band wie Creator dann auf dich zugekommen? Also natürlich, klar, Gitarrenmusik, Schlagzeug, Bass, Energie, Aggression, aber trotzdem war ja eigentlich in diesem Metal-Genre alles immer super tight auf Klick und eben nicht, sagen wir mal, in diesem Indie-Alternative-Rock-Ding, was du gemacht hast. Wie kamen die auf dich und wie kamst du damit klar? Ja, also auch eine nette Begebenheit. Eines Tages klingelte das Telefon im Transporterraum, damals noch Festnetz. Und Mille war am Apparat. Für die Leute, die Creator nicht kennen, Mille ist Creator. Mille schreibt die Songs, Mille ruft die Songs und so. Mille ist halt Chefe. Und fragte mich, ob ich Bock hätte, Creator zu produzieren. Da musste ich auch erstmal laut lachen, weil ich fragte, wollt ihr euch auflösen? Weil normalerweise, wenn die Metal-Band nichts mehr einfällt und dann sagt, okay, lass uns mal eine Live-Aufnahme machen, das ist normalerweise das Ende einer Band. Da musste Miller auch erstmal lachen, meinte, nee, 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 lass mal was zusammen machen. Und dann auch im Laufe der Produktion hat er mir auch immer ganz klar gesagt, um was es ihm geht. Er meinte so, weißt du was, Moses, ich möchte mal mit Creator auch im Feuilleton stattfinden. Und du bist jemand, der im Feuilleton stattfindet und hast du Bock auf Metal? Und ich so, ja klar, noch nie gemacht, lass mal machen. Live spielen, wow, krass, keine Ahnung, wie das geht. Also mit Doppelbassdrum und so, was da geschnitten werden muss später und so weiter, ist ein großes Abenteuer für alle. Und bin dann für zwei Probenblöcke nach Essen gefahren. Also die proben ja immer noch in der Zeche Karl. Also original, ihr Proberaum aus dem Jahre 1983 oder 84. Sehr lustig. Und was wir da gemacht haben in diesen beiden Probenblöcke war nichts anderes als diese sehr komplexe Musik
Wie soll ich es beschreiben? Also wir mussten quasi lernen, wie man von dem einen Teil in den nächsten Teil kommt, weil jeder Teil immer eine andere Brutalität hat. Also es ging gar nicht darum zu sagen, der Drummer spielt 16. Doppelbassdrum oder 32., sondern es ging darum, wie viel brutaler soll es denn sein? Also es ging gar nicht, also ob es Triolen sind oder 16., es war einfach egal. Es noch schneller war, war es noch brutaler. Und dann ging es immer darum, wie kommen wir von dem einen Teil in den nächsten Teil? Also wenn man jetzt so richtig am Durchballern ist und dann kommt dieser nächste Teil, der vielleicht Halftime ist, wie kommt man darüber? Und wir haben alle diese Übergänge, haben wir richtig geprobt. Also bis jeder wusste, okay, jetzt kommt der Teil, hier übernehme ich die Verantwortung, hier übernehme ich die Verantwortung, da übernimmt der die Verantwortung. Und so haben wir quasi diese Songs aufgebröselt. So, ah, wie springen wir von dem einen Teil in den nächsten Teil? Die Teile selbst sind Riffs. Und so, das ist alles klar. Das war, was der Text da macht, das war alles, darüber mussten wir nicht reden. Wir mussten nur diese Übergänge lernen. Und ich finde, bei Hearts of Chaos, den hören wir, ne? Den hören wir, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Da sind alle Teile drin. Da merkt man, ah, jetzt werden sie schneller, jetzt werden sie langsamer. Ach, Kicker in Avo. Und also, super Lied dafür. Und damit waren die dann auch fein. Da haben sie dann auch gesagt, es ist okay und wir nehmen diese Emotionen mit, dass es schneller ist, langsamer ist und das wollen wir in diesem Moment. Und Ja. Und wir waren noch früher fertig. Wir hatten, glaube ich, 3 Wochen für die Produktion und wir waren, ich glaube, wir hatten, weiß ich nicht mehr, 15, 16 Tage für die Instrumentals, waren aber nach 12 Tagen, glaube ich, schon fertig. Also wir waren viel schneller als gedacht und hatten dementsprechend auch gute Laune. super. Was ja natürlich auch ein wichtiger Aspekt ist von diesem Live-Recording so, ne? Dass man einfach, wenn die Leute geil drauf sind, man viel schneller einen Song einfach fertig hat als in diesem Overdub-Verfahren so, ne? Hören wir Ja. hier mal rein, Hordes of Chaos. Ich muss mich mal ganz kurz hier bedanken bei DAW Sounds. Hat uns gerade The Producer Network hier mal 20 € überwiesen. Wow, krass. Und hat geschrieben, you are amazing. Wahrscheinlich wird das weitergereicht, gerade an dich, Moses. Ist ja mega. Voll nett. Dankeschön. Gut, dann hören wir mal hier Hordes of Chaos von Creator. Ich mache uns wieder aus. Juhu.
Und ich mache genau im Gitarrensolo aus. Oh Mann, ey, tut mir leid. Aber mega krass, was für eine Wahnsinnsenergie da auch passiert. Ja, ne? Aber da merkt man ja, was passiert, wenn jeder Teil seine eigene Geschwindigkeit hat. Weil man jedes Mal wieder neu einloggt, immer wieder mit dem Headbang, wieder von vorne anfängt. Jetzt kommt der Teil wieder jammern und so. Und so bleibt man die ganze Zeit am Ball. Es wird nie langweilig. Man geht richtig mit und so. Ja. Platte finde ich auch immer noch, also jetzt 12 Jahre danach, immer noch ein richtig geiles Ding. Tierisch. Ich weiß, ich erinnere mich auch noch sehr gut, wie du das aufgebaut hast im Tritonus. Tritonus war es, ne? Ja. Weil ich war an dem Tag, glaube ich, wo ihr den Aufbau gemacht habt, war ich nebenan in dem kleinen Studio, habe irgendwie Vocals aufgenommen für irgendwas, weiß ich nicht mehr. Und bin rein so auch in diesen Aufnahmeraum und dachte so, oh, krass, was für ein geiler Aufbau. Natürlich wieder irgendwie Gitarren, Drums, Bass in dem einen, in dem großen Aufnahmeraum zusammen. Aber ihr hattet auch noch mit Molton irgendwas kleiner gemacht oder abgetrennt oder so, ne? Wir mussten den Raum kleiner machen, weil der Raum war zu groß. Ja. Und wir mussten ihn kleiner machen. Deswegen haben wir die Band im Kreis aufgebaut und haben um den Kreis drumherum eine mit Molton abgehängt. Ja. Weil ich fühlte sich die Band ganz eng. Aber dieses nah beieinander war ja eben so ein bisschen dann auch wahrscheinlich wieder dieses Proberaum-Feeling auch so, oder? Oder ist das? Ja, das ging vor allen Dingen um Kommunikation. Also der Drummer hatte keinen Bock, mit Kopfhörern zu spielen, genauso der Bassist. Ach krass. Und die war ja im Kreis aufgebaut, das heißt, der Drummer hat ja die Gitarren direkt ins Gesicht bekommen. Und der war der glücklichste Mensch der Welt. Und die beiden Gitarristen haben mit Kopfhörern gespielt, weil die diese kleinen Bewegungen kontrollieren mussten. Und ja. Die mussten genau wissen, was da abgeht. Wie gesagt, Bassist und Drummer haben sich halt so anföhnen lassen von den Gitarren. So, das war schon ein geiles Gefühl. Ja, hier kommt die Frage, hast du einige der Drums mit Samples gelayert? Ist ja bei diesem Genre üblich? Nope. Es ist alles so recorded. Das war die Challenge, ne? Ja, gibt auch eine sehr schöne Anekdote beim Mixen. Wir waren beim Mixen in England, wir waren mit Colin Richardson am Mischen und Colin Richardson hat so nicht einen Assistenten, sondern einen Engineer, der für ihn arbeitet. Und der fragte mich so am Anfang so, hey Moses, where's the folder with all the sample sounds? Und ich so, nee, gibt keine Samples. Und er so, ha. Eine halbe Stunde später, er hatte so schon ein bisschen Sachen vorbereitet, meinte so, Moses, it's time, tell me, where's the folder? Ich so, ey, nee, es gibt keinen Folder. Und er so, okay. Und dann eine Stunde später, es war wirklich alles vorbereitet, jetzt hätte man loslegen können. Da fragte er mich so zum letzten Mal, wo sind die Samples? Und ich so, Alter, es gibt keine Samples. Und dann dachte er, was ist denn das für ein Idiot? Also dieser kleine Idiot da aus Berlin, der denkt, er weiß, wie Metal geht. Wo sind die scheiß Samples? Ja. Müssen wir jetzt hier stundenlang Samples anlegen, bevor wir loslegen können? Wurde aber zum Glück zurückgepfiffen vom Sänger von Mille, der meinte, nee, wir sind bisher ohne Samples ausgekommen, wir brauchen keine Samples. Und da hatte Mille ein stärkeres Standing als ich, weil ich war da nur der kleine Dumbatz aus, der Indie-Dumbatz aus Berlin. Und der kommt da ohne Samples an. Aber Mille ist halt jemand, ey, Mille ist Creator. Und der sagt so, wir kommen ohne Samples aus. Also insofern Glück gehabt. Ist ja schon geil. Und was ich mich aber auch erinnere, ist, dass, also wenn ich mich richtig erinnere, waren natürlich auch wieder besondere Character-Mics und so weiter auch bei dieser Produktion am Start. Und ich glaube, ihr hattet diese Speaker in Bretter eingeschraubt, irgendwie, die auch noch links und rechts vor dem Drumset standen, so, ne? Ja, sogenanntes Smokehead. Der Smokehead. Was hat es damit auf sich? Also Lautsprecher in Bretter eingeschraubt. Erzähl ein bisschen was zu dieser Lautsprecher-Mikrofonie sozusagen. Ja, es ging darum, wenn die Band schon im Kreis spielt, was passiert in der Mitte? Also dieser Kreis, da habe ich später drin gesessen, in dieser Mitte. Aber da gibt es eine andere Story. Egal. Jetzt wollte ich natürlich nicht mit einem Raummikrofon arbeiten, was man da hinstellt, ein Raummikrofon im Sinne von Räumlichkeit. Darum ging es mir dann Tatsache nicht, sondern es ging eher um den Luftdruck, der passiert. Und Lautsprecher sind große Membranen und große Membranen sind sehr träge. Und je träger die Speaker sind, desto mehr wird nur das aufgenommen, was wirklich übrig bleibt. Also wirklich, wenn 16. Bassdrum und Gitarre und Bass, was sich da wirklich im unteren Frequenzbereich bewegt. Und das hat es auch gemacht. Wir hatten natürlich auch Membranen, die waren eher so wie für die hohen Frequenzen zuständig. Da haben wir dann gemerkt, so Mist, wir haben hier folgende Probleme. Wir haben verschiedene Speaker, die verschiedene Frequenzbereiche abdecken, aber wir haben keine Frequenzweiche. Das heißt, wir haben Übergangsfrequenzen, Resonanzen und sehr, sehr steile und unfassbar hohe Auslenkungen in den Resonanzen.
Und wir brauchten sehr viele Equalizer, um gegen diese Resonanzen anzukämpfen, bis es endlich vernünftig klingt. Also es hat sehr lange gedauert, kann ich mich noch daran erinnern. Ich weiß aber noch, wie wir uns alle angeguckt haben, die in der Regie waren und wussten so, okay, es klingt zwar nicht gut, aber es lohnt sich, dran zu bleiben. Lass uns doch 3 Stunden damit beschäftigen. Wenn wir es da nicht schaffen, schmeißen wir den ganzen Mist weg. Wenn wir es schaffen, in den 3 Stunden das irgendwie auf die Kette zu kriegen, dann wird das Signal schlechthin sein für diese Platte. Und so war es ja dann auch. Und der Trick, den wir letztlich dann nachher benutzt haben, war, dass wir es mit Dolby aufgenommen haben und ohne Dolby abgespielt haben. Das wissen für die Leute, die es nicht wissen, was es ist. Es ist ein Rauschunterdrückungssystem, was so arbeitet. Früher gab es ja Band und Band war Rauschen. Psst, war halt Rauschen. Und wenn die Musik auf das Band kam, sagte Dolby, pass auf, wir heben mal alle Höhen an, so, ne, und schieben es so aufs Band. Und vom Band zurück werden die 20 dB wieder abgesenkt, Höhen. Das heißt, das Rauschen ist 20 dB leiser und die Musik klingt genauso, wie es vorher war. Und wenn man das falsch einsetzt, so wie wir, dann haben wir einfach 20 dB mehr Höhen. Und weil es auch nicht einfach nur ein Equalizer ist, Dolby macht ja ein sehr großes Geheimnis darum, was es ist. Es ist ein Multiband-Kompressor. Der aber darauf ausgelegt ist, die Höhen anzuheben, und zwar extremst anzuheben. Und die Älteren unter den Zuhörern werden wissen, früher, immer als wir auf Partys, als man noch auf Kassettenrekorder Musik aufgenommen hat, als es noch keine iPods und ähnliches gab, hatte man ja immer noch Kassetten gemacht. Und da war das Gang und Gäbe, mit Dolby aufzunehmen und ohne Dolby abzuspielen. Oder egal, es gab auch andere Rauschunterdrückungssysteme, die alle mehr oder weniger ähnlich gearbeitet haben und so, aber es war immer derselbe Trick. Und dadurch hatten wir quasi auf dieser Lautsprecherkombination, die ja eigentlich nur für untenrum arbeiten sollte, hatten wir dann tatsächlich ein ganzes Frequenzspektrum. Und eben, weil es genau in der Mitte war, war es keine Räumlichkeit, also es wirkte nicht indirekt, sondern es wirkte so wie so ein Meter Luft. Ein Meter Luft, so klingt es. Und deswegen, ja, so, ja. Habe ich danach nie wieder gemacht, weil der Aufwand zu groß war. Aber für die Band genau das Richtige. Also. Aber wenn du jetzt eben auch sagst, ey, klingt noch nicht so geil, lass uns doch mal 3 Stunden noch dran rumschrauben. So. Das ist ja dann, sagen wir mal, die Zeit, die du in so ein Setup investierst, mit eben, wo steht jeder, wo spielt jeder, wie laut ist jedes Instrument, mit Kopfhörer, ohne Kopfhörer, hin und her und so weiter. Und nochmal diese Charakter-Sachen mit Speakern und überkomprimierten, distorteten Mics und so. Das heißt, du investierst lieber da nochmal ordentlich Zeit rein, als im Nachhinein da zu sitzen und zu sagen, was mache ich jetzt mit all diesen trockenen Signalen, die ich einfach nur mal so mitgenommen habe und aufgenommen habe. Sondern ja, ich stelle mir mal vor, ich wäre ein Mixer und denke mir so, was denkt denn der Mixer, wenn er jetzt dieses Signal hochzieht? Und wenn da drauf steht Bassdrum und er zieht eine Bassdrum hoch, dann würde er sagen, oh, eine Bassdrum. Und weißt du, und so geht es die ganze Zeit. Und so wird man quasi, man kriegt eine sachliche Information, hier steht das drauf, er zieht es hoch, aha, okay. Wenn jetzt eine Spur heißt Wurst oder eben Heuer, hier geht's richtig ab. Überleg mal, die Spur heißt Heuer, hier geht's richtig ab. Dann ziehst du es hoch, du erwartest erstmal, dass es tierisch abgeht und dann ziehst du es hoch und denkst so, Alter, es geht ja tierisch ab. Das ist der Punkt, dass du dem Mixer die Möglichkeit gibst, Charaktere reinzugeben. Also, und nicht, wir machen das irgendwie im Mix, sondern versuchen das so aufzunehmen. Ich komme eben aus einer Zeit, wo digital halt noch echt beschissen klang. Man musste das alles analog bauen. Also früher, als ich angefangen habe, am Rechner mit einem Plugin Höhen zu addieren, das klang furchtbar. Das war mal so, als würde man überall nur Tamburine raufpacken. Auf jedes Geräusch kommt ein Tamburin drauf. Also ja, unfassbar schlimme Geräusche. Insofern war natürlich klar, dass man natürlich bei der Aufnahme dann schon für Sorge tragen muss, dass da genügend Charakter oder lustige Sachen bei eben entstehen, die man hochziehen kann. Es ist nicht so, dass ich sage, ich verzichte auf die Close Mics und auf das Normale. Ich brauche das normale Standardmikrofonierung, brauche ich ja auch. Es ist nur so, dass früher war ich auch immer gelangweilt. Ja, es gibt immer diese Standardmikrofonierung und dann gibt es so ein bisschen Raumsound und dann dreht man den Raum hoch und dann so. Ja, jetzt ist es aber zu räumlich. Ist zwar ein geiles Signal, aber es ist zu räumlich. Und deswegen suche ich ja immer nach Signalen, die eigentlich furztrocken sind, die genau in der Mitte des Geschehens sind und versuche da eine Kennung reinzugeben und versuche die Leute zum Schwitzen zu kriegen da. Also nicht die Mikros, sondern die Musiker. Dass es so klingt, als würden die sich übergeben beim Spielen. Mega. Ich würde vorschlagen, wir quatschen gleich nochmal über verschiedene geile Mikrofontechniken und hören vorher nochmal in einen weiteren Track rein von KIZ, Hurra, die Welt geht unter.
Hier mit Henning Mai von An Mai Kantreit. Auch eine ganz schön geile Nummer. Lass uns doch da einfach mal reinhören. Genau. Super. Feigenblatt, schwingen an Lianen übern Heinrichplatz. Und die Alten erzählen vom Häuserkampf beim Barbecue in den Ruinen der Deutschen Bank. Vogelnester in einer löchrigen Leuchtreklame. Wir wärmen uns auf an einer brennenden Deutschlandfahne. Und wenn einer auf der Parkbank schläft, dann nur weil sich ein Mädchen an seinen Arm anlehnt. 3 Stunden Arbeit am Tag, weil es mehr nicht braucht. Heute Nacht denken wir uns Namen für Sterne aus. Danken dieser Bombe vor 10 Jahren und machen Liebe, bis die Sonne es sehen kann. Weißt du noch, als wir in die Tische ritzten in den Schuhen? Bitte Herr, vergib ihn nicht, denn sie wissen, was sie tun. Unter den Pflastersteinen wartet der Sandstrand. Wenn nicht mit Rap, dann mit der Pumpgun. Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Auf den Trümmern das Paradies. Nimm dir Pfeil und Bogen, wir erlegen einen Leckerbissen. Es gibt kein Knast mehr, wir grillen auf den Gefängnisgittern. Verbrannte McDonalds zeugen von unseren Heldentaten. Seit wir Nestle von den Feldern jagten, schmecken Äpfel so wie Äpfel und Tomaten nach Tomaten. Und wir kochen unser Essen in den Helmen der Soldaten. Du willst einen rauchen, dann geh dir was pflücken im Garten. Doch unser heutiges Leben lässt sich auch nüchtern ertragen. Komm, wir fahren in den moosbedeckten Hallen im Reichstag, ein Bürostuhl-Wettrennen. Unsere Haustüren müssen keine Schlösser mehr haben. Geld wurde zu Konfetti und wir haben besser geschlafen. Ein Goldbarren ist für uns das gleiche wie ein Ziegelstein. Der Kamin geht aus, wirf mal noch ne Bibel rein. Die Kids gruseln sich, denn ich erzähle vom Papst. Dieses Leben ist so schön. Er braucht ein Leben danach. Er braucht ein Leben danach. Er braucht ein Leben danach. Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Auf den Trümmern das Paradies. Die Kühe weiden hinter uns, wir rauchen Ott, spielen Tauler. Dort, wo früher der Potsdamer Platz war. Wenn ich aufwache, streich ich dir noch einmal durchs Haar. Schatz, ich geh zur Arbeit, bin gleich wieder da. Wir stehen auf, wann wir wollen, fahren weg, wenn wir wollen. Sehen aus, wie wir wollen, haben Sex, wie wir wollen. Und nicht wie die Kirche oder Pornos es uns erzählen. Baby, die Zeit mit dir war so wunderschön. Ja, jetzt ist es wieder aus, aber unsere Kinder weinen nicht, denn wir ziehen sie alle miteinander auf. Erinnerst du dich noch, als sie das große Feuer löschen wollten? Dieses Gefühl, als in den Flammen unsere Pässe schmolzen. Sie dachten echt, ihre Scheiße hält ewig. Ich zeig den kleinen Monopoly, doch sie verstehen's nicht. Ein 100-Euro-Schein? Was soll das sein? Wieso soll ich dir was wegnehmen, wenn wir alles teilen? Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Auch echt eine super Nummer. So, hier wird schon vorgeschlagen, dass du doch mal einfach mit Haftbefehl und Ben Bazazian zusammen eine Platte machen sollst. Bist du im Hip-Hop eigentlich irgendwie so unterwegs? Die Musikrichtung ist mir meistens egal. Hip-Hop ist was völlig anderes, als mit einer Band zu arbeiten. Beim Hip-Hop, also gerade bei diesem Album, wenn man sich die Credits hinten durchliest, da sind, glaube ich, 8 oder 9 Namen bei den Produzenten und Songschreibern dabei. Ja. Und das ist einfach dieses Ding, da sitzt man in einem Raum, es läuft stundenlang ein zweitaktiger Loop, stundenlang, und jedes Mal, einer setzt sich ran an den Rechner, macht mal hier ein bisschen was, macht man da ein bisschen was, aber es wird nicht die Stopptaste gedrückt, ganz wichtig.
Und es wird geleiert, 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 geleiert. Irgendwann trifft man sich dann wieder und sagt, komm, wenn man diese Sachen, die Layers miteinander verbindet, dann hat man schon mal so eine Art Strophe. Und wenn man das dann hier macht, dann hat man eine Art Refrain und so. Das ist was völlig anderes, als mit einer Band zusammenzuarbeiten. Deswegen ist es für mich war das eine unfassbar krasse Erfahrung, dieses Album. Das hat auch ewig gedauert. Und ich fand es auch, ja, war eine super Zeit auf jeden Fall. Also ehrlich gesagt, ich hing da die ganze Zeit ab, habe gute Laune verbreitet und hatte. es gibt so ein paar, also es gibt auf der Platte gibt es einen Sound, der von vorne bis hinten durchgeht. Das ist immer, wenn irgendein MIDI-Instrument anfängt oder irgendein Hook anfängt, die hat immer so was Eiriges. Und das ist mein altes Tape-Delay. Das heißt, alles, was MIDI war oder irgendwie künstlich hergestellt wurde, musste durch dieses kaputte Bandgerät. Und da sind diese ganzen Eiermänner drin und so. Und das ist auf dem ganzen Album durchgängig zu hören. Und den Großteil an diesem Album hat Nico gemacht. Und Nico ist jemand, der halt eben auch, das ist ein Teamplayer. Das ist so krass. Also man sitzt irgendwie, er sitzt den ganzen Tag vorm Rechner und letztlich ist er doch ein Teamplayer. Also lässt doch alles zu und jeder Gedanke, der von links und rechts kommt, wird irgendwie verhaftet und irgendwie wird da was gemacht und so. Das ist ein krasser Typ, geiler Typ und freue mich aufs nächste Album. Habe ich nichts mit zu tun, aber ich bin mir sicher, es wird der Hammer. Geil. Aber du hast ja gesagt, also einmal noch zu deinem Tape. Hier gibt es von Birdbrook den Kommentar, das war die erste Platte von KIZ, die ich mir geben konnte, weil alle davor immer so billig klangen. Und ja. Du hast dein altes Tape-Delay raufgeschmissen. Ist auch geil. Du hast aber auch gesagt, du bist ja auch gerne ein Teamplayer. Also das heißt, du machst manchmal alles selbst, alles aus eigener Hand, nimmst auf, produzierst, mischt irgendwie. Und manchmal gibst du ja auch gerne ab irgendwie, so dass andere Leute, mit denen du zusammenarbeitest, aufnehmen, andere Leute mischen und so. Ist das immer eine Budgetfrage? Ist das irgendwie eine Vibe-Frage? Ist das eine Frage, wie anstrengend ist das mit der Band? Oder wie, woran? Ja. Budget. Wenn es kein Budget gibt, muss ich selber mischen. Ist so. Es ist nicht so, dass ich sage, oh, das muss ich unbedingt alleine mischen. Das ist Quatsch. Wer macht sowas freiwillig? Wer nimmt freiwillig auf und sagt, ich möchte es auch noch alleine mischen? Das ist ja Quatsch. Ja. Weil letztlich liebe ich das ja, wenn jemand anderes kommt und seinen Fingerabdruck darauf packt und so und sagt, so sehe ich diese Dinge. Weißt du, so, du hast es so und so aufgenommen, du hast es so und so gemacht und pass auf, jetzt zeige ich dir mal, was ich daraus machen würde. Das ist ja der Prozess, das finde ich natürlich super. Wenn ich selber mische, das ist wie sich selber abkitzeln oder sich selber einen Witz zu erzählen. Das geht halt einfach nicht. Deswegen ist es, finde ich, immer sehr, für mich sehr, okay, ich muss es auch noch mischen und so. Also, so, jetzt bei den Beatsticks, bei der kommenden EP hat es so einen Spaß gemacht, weil die Dynamik sehr schnell war. Wir haben gesagt, so, boah, bisher klappt das alles super. Und ich habe auch zu Arnim gesagt, so, ey, komm, ich mische das auch. Ich habe voll Bock, das zu mischen, weil es einfach auch gut aufgenommen war. Und ich muss gar nicht mehr so viel machen. Und Arnim meinte ihm noch so, ey, Moses, aber du musst noch einen anderen Mixer fragen. Das kann sein, dass das ein Lied, zumindest ein Lied in die Hose gehen. Ne? Und dann hängen wir dir auf der Pelle und so und nerven dich. Ne? Dann hol lieber noch einen anderen Mischer und so. Ich habe dann Olaf Opal gefragt, ob er bereitstehen würde, wenn es dazu kommen würde. Natürlich wusste ich nicht, komm, jetzt sind wir so kurz vor fertig, das schaffe ich schon alleine. Aber ich liebe das, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, auf jeden Fall. Und mich interessiert immer der Input der anderen Leute, weil mir geht es darum, am Ende des Tages geht es um Musik, um 3,5 Minuten Gefühl, das Gefühl zu haben, boah, ich habe Bock, das Lied nochmal zu hören. Und das alleine hinzukriegen, ist jedes Mal so, boah, eben, wie gesagt, man kann sich nicht selber abkitzeln, deswegen liebe ich das, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, sei es der Masterer, der am Ende nochmal irgendwas Lustiges macht oder dass nochmal Input kommt und sich Sachen verändern und dadurch vergrößern. Ja, genau, dass man also sozusagen, dass dann die Summe der einzelnen Teile nochmal mehr wird, weil einfach mehr Leute, ich finde das ist auch immer ganz geil, weil man dann einfach immer seinen Job sozusagen 150%ig machen kann und jemand anders macht das Recording oder jemand anderes macht das Mixing oder so. Und dann ist man immer so mehr. Diese verschiedenen Hüte sind irgendwie auch echt eine ganz gute Sache. Ne? Genau. Beatsteaks, genau, ist gerade am Freitag erschienen, die erste Single aus dieser EP, die jetzt kommt. Ne? Jetzt war gerade dieses Ideal-Cover. Melancholie? Mhm. Monotonie? Melancholie. Monotonie, glaube ich, heißt das. Genau, das kommen beide Worte. Ich wusste es gerade nicht. Genau.
Ja, wir hatten auch so Monotonie und Monomikrofonierung. Nee, wir hatten nachher so komische Wortspiele drin noch. Jetzt habe ich es vergessen. Egal. Was es schon viel, viel länger gibt, ist dieses Buch hier. Darüber müssen wir natürlich auch unbedingt sprechen. Das etwas andere Handbuch von Moses Schneider. Das gibt es schon echt lange oder eine ganze Weile. Oder How to Pimp My Übungsraum. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der irgendwie Live-Recordings macht, der einfach mehr über Mikrofontechnik lernen will und so weiter. Ich habe es mir gekauft, sofort irgendwie an dem Abend komplett durchgelesen, fand es mega, weil es auch super kurzweilig ist und weil eben das auch, du hast einfach alles niedergeschrieben, glaube ich, so, was so in deinem Kopf war irgendwie so zu dem Zeitpunkt, oder? Also hatte ich so das Gefühl, es ist so ein krasser Wissensquell hier irgendwie. Was ich noch sagen muss, ist, da gibt es ein Ding drin, das ist hier, also es gibt verschiedene Aufbauten, das ist total super für die verschiedenen Räume und diesen Aufbau D, ne, den habe ich genau so eingesetzt, als ich mit einer Punkband aus der Schweiz hier mal aufgenommen habe, bei mir auf der Etage, und habe einfach genauso gedacht, irgendwie, wie macht Moses das? Und habe es genau gestellt, also genau einfach die Drums so an diese Querseite. Ich zeige euch das mal hier größer. Und genau, habe es einfach genauso aufgebaut. Die Drums da an die Querseite, eine Stellwand und auf der Hi-Hat-Seite den Bass-Amp hin. Und die eine Gitarre, die dann gespielt wurde, die hat sozusagen von der Seite hier quer durch den Raum gespielt, an dem Schlagzeug mehr oder weniger vorbei. Die drei Leute mussten sich irgendwie cool hören in dem Raum. Und das war's irgendwie. Und dann haben wir da fröhlich aufgenommen und es hat so einen Bock gebracht, fand ich, auch so aufzunehmen. Und es war wirklich für diesen Raum auch die beste Lösung. Es gibt natürlich auch die anderen Räume, ob es quadratisch ist oder ob es irgendwie ein größerer Raum, ein kleinerer Raum ist. Und es gibt immer geile Vorschläge von dir. und natürlich irgendwie so diese ganzen Basic-Mikrofonierung. Und natürlich ist aber auch jetzt hier ja auch mal so die Wurst irgendwie natürlich drin erwähnt. Und darüber müssen wir jetzt natürlich auch mal sprechen irgendwie. Haben natürlich viele der Leute, die zugucken, aktuell irgendwie hier gerade 90 Leute, die gucken. Wahrscheinlich ein Großteil hat es schon mal gehört, die Wurst. Aber für die Leute, die es immer noch nicht wissen, was ist die Wurst? In ganz kurzen Worten, Moses. Ja, die Wurst ist der Hotspot in den Drums. Das ist zwischen Bassdrum und Snare-Drum, zwischen den Toms, möglichst derselbe Abstand zu den Trommeln. Und es geht darum, dass der Schlagzeuger auch die Möglichkeit hat, also wie der Gitarrist eben auch, so eine Stompbox, wo er eben den Verzerrer drückt, dass eben der Drummer auch den Verzerrer drücken kann, wenn er wollte. Hängt natürlich jetzt von dem Toningenieur ab, aber die Wurst ist dafür da, zu überkomprimieren, das Verzerren, irgendwas zu machen, wo man sagt so, boah, hier, ich höre, wie der Schlagzeuger schwitzt. Darum geht es in der Wurst. Und es ist aber auch so, dass du, also gibt es immer sozusagen ein Setting, set it and forget it für deine Wurst, oder ist es immer produktionsabhängig, tempoabhängig vielleicht auch irgendwie so? Ich habe gerade neulich noch erfahren, fand ich nämlich super als Tipp nochmal für alle Leute, die auch schon die Wurst benutzen. Ne, das Mic hängt meistens so ein bisschen über der Kickdrum, zwischen den beiden Toms, die da sind oder so. Bei drei Toms muss man halt schauen, was man damit macht. Ja, eins hat eins. Einfach nur so. Sag mal, ey, komm, eins. Oder zwei reicht doch. Nee, ich frage immer, ob die Toms nur Filz sind, ob es so d-d-d-d-d-dimm macht. Und dann sage ich immer so, hey, vielleicht können wir bei dem d-d-d-d-dimm auf einen Dimm verzichten und dafür gibt es aber für den ganzen Song dann eben die Wurst. Ja. Und da lässt auch jeder Schlagzeuger mit sich reden, wenn er die Wurst dann gehört. Außer bei Creator, da waren ordentlich Toms am Start. Ne? Vier Toms. Ne? Ja. Nee. Da gab es aber auch zwei Würste. Ah, du Stereo-Wurst, du krasser Fox. Ja, nicht ganz. Nicht okay, ganz. Aber natürlich, also, und dann nimmt sozusagen diese Wurst, Kickdrum, Snare-Drum, die beiden Toms auf. Und dann, was ich jetzt aber neulich gerade erfahren hatte, fand ich nämlich echt super. Du machst oft auch ein Gate darauf, sodass eben nicht die Becken und die Hi-Hat in den Zwischenakzenten sozusagen nochmal da drauf sind, sondern du dann regeln kannst über die Range, wie viel das Gate reduziert, wie viel von der Hi-Hat, wie viel von den Crashbacken und so weiter oder vom Ride-Cymbal da reingerät. Ne? Weil oftmals ist es ja gerade so, dass wenn dann der Ride-Part kommt und das Ride schön raufgehauen wird, irgendwie, dann ist eben dieses Wurst-Mic, wenn man es distortet, wenn man es komprimiert, nur noch ein Wasch-Sound so. Und das fand ich neulich nochmal echt super. Und dann eben die Art und Weise, wie man es komprimiert, wie man es distortet, ist wahrscheinlich einfach auch abhängig davon,
Ja, deswegen sage ich auch nicht Noise Gates, sondern ich sage mal Groove Gates, weil es sehr viel mit dem Groove zu tun hat. Wann Sachen aufgehen, wann sie zugehen, vieles wird dem Zufall überlassen, weil ich das ja nicht als Plugin mache, sondern während der Aufnahme schon entscheide, was da durchgeht und was nicht. Das heißt, wenn so ein leiser Wirbel kommt, dann geht die Wurst ja nicht auf, aber sie geht dann auf, kurz bevor es richtig wichtig wird. Und dann kriegt das Ganze nochmal so eine riesen Beschleunigung. Ne? Also nicht Beschleunigung, aber es wird total fett nochmal in dem Moment. Ja. Und ja, genau. Letztlich geht es darum, dass Bassdrum, Snaredrum und Toms sollten möglichst in die Zerrung gehen und dann eben über die Range so langsam dazu drehen, wie viel Becken brauche ich wirklich? Brauche ich die Becken in der Kompression? Brauche ich die Becken in der Verzerrung und so? Und das macht man alles mit dem Range-Regler. Und es ist meistens so bei minus 20, minus 30 dB sind die dann bei mir. Ja, okay. Die Becken. Ja. Genau, aber jetzt wird manchmal zu sehr lustigen Dingen. Ja, ja, aber natürlich machen ja die Becken trotzdem auf die Eins dann von der Kickdrum auch nochmal kurz und geben sozusagen der Kickdrum oder mal der Snare oder die Hi-Hat gibt der Snare nochmal auch so ein kurzes Tst irgendwie, was dann noch wahrscheinlich dann drin ist. Ne? Genau, ich muss hier mal kurz gucken, ob es hier irgendwelche Fragen noch dazu gibt. Wenn ihr natürlich Fragen auch an Moses habt oder so, dann stellt die bitte unbedingt in den Chat. Heute ist hier Livestream-mäßig die Möglichkeit, live und direkt Moses mit Fragen voll zu ballern und nochmal zu all diesen Sachen zu befragen. Du hast schon gesagt, also da gibt es sozusagen diese eine Wurst, ne, die du eben variierst von den Einstellungen, mal wahrscheinlich auch variierst, eben ist die näher, zeigt die mehr aufs Kickpedal, zeigt die mehr zur Snare. Ist es eigentlich immer der gleiche Typ Mikrofon? Ist es immer ein SM57 oder was ist? Ja, es ist meistens ein SM57. Neulich habe ich von der Firma SE Electronics hat mir jemand ein Mikrofon zugeschickt, ob ich das mal als Wurstmikrofon ausprobieren würde. Habe ich dann auch gemacht, kostet nur 97 Euro. Und hat auch ich habe dann so einen AB-Vergleich gemacht, das hatte mehr Bässe als das SM57, aber das ist alles kein Kriterium, es geht nicht darum, ob etwas mehr Bässe oder Höhen hat, da macht es irgendwas und die Wurst sollte es ist ja ein Ding zum Spielen, es muss nicht das teuerste Mikrofon sein, also es ist SM57, es könnte auch ein SM58, es könnte auch ein anderes Mikrofon sein, Hauptsache es macht Spaß, wenn man es verzerrt. Ja. Manchmal ist es mit Superniere interessanter, manchmal ist es nicht. Also es sind, was ich selten mache, Tatsache, ist Kugelmikrofon und Bändchen. Das habe ich Tatsache ein paar Mal probiert. Das ist als Wurst dann nicht so. Dein Ding. Aber natürlich für euch da draußen immer ausprobieren. Ne? Einfach ausprobieren, da hinschmeißen, mal überkomprimieren, mal verzerren. Nicht zwingend dieser Ort muss es auch sein. Es kann auch irgendwo ganz anders mal an diesem Drum positioniert sein. So. Probiert es einfach aus. So, hier kommt schon die Frage von Serge. Lieblingskompressor wahrscheinlich. Ja, für was? für diese Geschichte wahrscheinlich, für die Wurst 1176 dann, oder? Der 1176 ist ein Kompressor, den man immer benutzen kann. Tatsache für alles, ein Arbeitstier. Und er hat eben die All-Ratio-Fehlfunktion. Die ist natürlich super für die Wurst. Für die, die das nicht wissen, die All-Ratio-Fehlfunktion ist, dass wenn man alle Knöpfe gleichzeitig reindrückt, passiert irgendwas, was keiner weiß, was da passiert. Aber es ist sehr lustig auf jeden Fall. Und man kann dann mit der Attack und mit dem Release-Regler kann man sich auf den Groove, auf die Geschwindigkeit einigen sozusagen. Also wie schnell kommt die Kompression wieder ran und so. Wann groovt es genau mit dem Beat? Wann ist es genau zusammen? Und genau, der 1176 ist vielleicht das Tool, was am kreativsten ist. Ja. Gibt es da eine Signature Edition irgendwann bald mal von U-Ray für dich? Von Universal Audio? aber du sagst ja schon gerade, also es muss ja Attack und Release haben. Also es wäre jetzt nicht sozusagen All Buttons In wäre eigentlich, das müsste dauerhaft wahrscheinlich so sein, oder? Die anderen, brauchst du die anderen Ratios auch mal? Ja, Tatsache ist, mein Lieblingsratio ist 1:4. Ach, guck mal an. Ja. 1:4 und dann auch von der Attack und von der Release genauso, wie wenn man ein Plugin öffnet, auch in seiner Standardeinstellung. Das ist quasi die Standardeinstellung vom 1176. Ja. Und ist für Bass, für Stimme. Also ich habe den ja bei mir im Studio auch mit einer festen Einstellung und die habe ich schon, glaube ich, seit Jahren nicht mehr angefasst, diesen Kompressor. Der ist einfach so eingestellt und ich regle es dann eher mit dem Preamp vor dem Kompressor und so, wenn ich sehe, boah, die Nadel geht ganz schön in die Knie. Warum eigentlich? Halt zurück. Ja, ein Preamp zurück. Oder
wenn es nicht anders geht, dann, nee, ich habe den noch nie angefasst, den Kompressor, kann mich nicht dran erinnern. Siehst du, der könnte es doch sein. Der mit einer Blindplatte, nur dem VU-Meter, Moses Schneider Edition. Ja. Das wäre doch irgendwie ganz geil. Wir müssen mal mit unseren Freunden von Universal Audio reden. Okay, hier kommt die Frage. Moses, hast du Tipps für einen anstrebenden Tontechniker und Musikproduzenten, sich ins Game zu bringen? Wie findet man Bands? Verlangt man direkt Geld dafür? Und wie kann man sich abheben? Okay. Okay. Also man hebt sich. Gute Frage. Klar, also Geld. Ja, Geld ist natürlich erstmal zweitrangig, weil man muss sich ja erstmal empfehlen können mit dem, was man da macht. Das geht nur über eine große Anzahl von Outputs. Also man muss eine Menge produzieren, damit Menschen hören so, boah, der ist ganz schön vielseitig oder boah, der beherrscht ja sein Metier. Und dann kann man über Geld sprechen. Also Tatsache ist der Weg heute in diesen Berufen sehr schwieriger. Ich hatte das Glück, natürlich als Assistent, in einer Zeit, wo Assistenten noch bezahlt worden sind und so in großen Studios, als es auch die überhaupt noch gab und so, da meinen Beruf zu lernen und da auch Bands mitzunehmen, die ich im Studio kennengelernt habe und so. Also das heutzutage ist es anders. Es gibt andere Möglichkeiten allerdings auch, weil man muss eben kein teures Studio mehr haben. Was ich empfehlen kann, ist, sich eine mobile Einheit zu besorgen, ein paar gute Mikros, ein paar gute Stative, ein guter Rechner. Und reinzugehen in die Räume da, wo es passiert und sich eben auch mit Menschen auseinanderzusetzen und sein eigenes Ego vielleicht so weit hinten ranzuschrauben, dass man nicht, ich meine nicht, dass man sein eigenes Ego abschrauben sollte, sondern man geht in eine eher beobachtende Haltung. Also ich habe auch mein Ego, ich bin auch so ein Alpha-Tierchen. Aber es geht darum, anderes zuzulassen, zuzuhören, viel zuhören, immer viel zuhören, was die wollen und Schritt für Schritt dahin zu kommen, sich ein bisschen mehr Mühe geben, als man denkt, so, boah, jetzt arbeitet immer noch dran, der will da unbedingt hin. Und das sind so diese kleinen Millimeter, wo man sagt so, ah, okay, der Typ verdient sich seinen Respekt. Hat er sich den Respekt verdient? Hat er sich sein Geld verdient? So, das wäre der Tipp, das wäre die Reihenfolge vielleicht. Ja, einfach echt viel, 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 viel machen auf jeden Fall, ne? Und ja. Ja. Und die ganze Kohle erstmal ein bisschen hinten anstellen, um einfach seine Creditlist hochzumachen. Hier war nochmal die Frage, was ist die feste Einstellung von deinem 1176, wenn du sagst, so wie es sich öffnet? Eigentlich ist es, was ist das, Medium Slow Attack? So ein bisschen eher auf dieser... Ja, das ist die Medium Slow Attack und eine relativ schnelle Release. Genau. Wobei der 1176 ist furchtbar schnell. Also manche Leute stellen ihn ja auf ganz schnell. Aber dann zappelt mir das Ding zu sehr. Also der ist ja schon super schnell, der 1176. Deswegen, der muss gar nicht auf Anschlag super fast stehen. Der kann noch ein bisschen weiter zurück. Dann hat es ein bisschen mehr mit Musik zu tun. Ja, genau. Und dann Input, Output. Also du hast ja schon gesagt, Input, Output ist wahrscheinlich so, wie es sich eigentlich öffnet in den Plugin-Geschichten immer meistens. Ja. Ne? Und dann eben eigentlich das, wie du sagst, auch mit dem Gain-Regeln, was die Gain-Reduction macht. Und aber letztendlich eben auch hören, wann klingt das... glaube ich, geil irgendwie, ne? Wo man da sozusagen sagt, naja, was findet. Es gibt ja einen Grund, weshalb, wenn man das Plugin öffnet, egal von welchem Hersteller, es immer diese Standardeinstellung gibt. Das ist quasi der Arbeitsbereich, wo das Ding am besten arbeitet. Man kann natürlich aus Jux und Dollerei den Input voll reingeben und den Output dafür zurückdrehen. Auch super geil. Man wird im Laufe der Zeit aber merken, dass, wenn man viel damit arbeitet, wird man es zu schätzen lernen, hey, lass es doch mal genau so, wie es vorher eingestellt worden ist. Das Ding läuft seit 40 Jahren so. Es muss doch einen Grund geben. So. Und deswegen, die Plugins sind ja nur eine Reaktion auf das, was in der echten Welt passiert ist. Und so wurden die auch alle quasi abgesampelt oder emuliert, natürlich in ihrem Bestzustand. Ja. Wo sie am saubersten arbeiten. Lass uns doch, bevor wir über noch neue Mikrofontechniken sprechen, weil du hast schon angedeutet, es gibt neue Tricks, die du vielleicht nochmal so zum Besten geben willst, so ein bisschen. Freue ich mich schon total drauf, bin schon voll aufgeregt. Lass uns doch nochmal ein bisschen Musik hören. Und zwar würde ich gerne mal jetzt, wir haben ja so ein paar sehr energiereiche Songs sozusagen gehört. Ich würde gerne mal diese An My Kantereit Nummer Dritter Stock anspielen. Erzähl doch mal kurz dazu noch, Dritter Stock An My Kantereit, aufgenommen im Hansa-Studio. Was hat es damit auf sich? Es gibt zwei Versionen davon und die du hoffentlich gleich vorspielst, ist die von der EP. Die EP haben wir natürlich ein Jahr bevor, dass wir das Album aufgenommen haben, haben wir die EP aufgenommen. Und der Song war der Song, wo die Band quasi zum ersten Mal im Studio mit Kopfhörern gespielt hat. Und der Aufbau war gerade fertig. Tim Tauterath hat engineert
Und wir wollten eigentlich essen. Das berühmte Essen ist immer so wichtig. Ne? Und ich habe der Band gesagt, komm, bevor wir essen gehen, spielt doch noch mal den Song und checkt noch mal genau, ob ihr wirklich, ob jeder jeden gut hört. Im Hansa-Studio hat jeder Musiker ein kleines Mischpult. Da kann er sich so einstellen, ah, ich will die Bassdrum ein bisschen lauter haben oder hier das haben. Und hat ein kleines Mischpult. Und die sollten bei diesem Take einfach nur darauf achten, dass sie sich alle gut hören. Also die Voreinstellungen wurden schon so gemacht und dann wurde gesagt, so, okay, spielt doch mal, hört ihr euch alle gut und dann gehen wir was essen. Und die Band hat so leise gespielt, dass sie, weil sie haben ja, sie haben also darauf geachtet, so, höre ich alles? Und haben dabei natürlich mega leise gespielt. Und das ist das Geheimnis dieser Aufnahme. Und es war ein Moment, der mich auch so mitgenommen hat. Ich weiß auch ganz genau, dass ich auf jeden Fall, ich hatte Pipi in den Augen, weil ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Die spielen jetzt gerade dieses Lied und dann setzt natürlich die Stimme ein, dann kommt noch das eine zum anderen und so. Und natürlich war das so. Wir sind dann vom Essen zurückgekommen und so und haben gesagt, so, okay, und jetzt nageln wir den Song. Ne? Und natürlich immer wieder können wir nochmal das Ding vor dem Essen hören. Und also, das gibt's doch gar nicht. Und das haben wir auch nie wieder so hinbekommen. Wir haben ja dann nochmal den Fehler gemacht, dass wir bei dem Album dann die Lieder, die wir von der EP übernehmen wollten für das Album, wollte die Band nochmal neu aufnehmen. Also das Argument war klar, wir wollen keinen Betrug am Käufer, sondern wir nehmen es nochmal neu auf und so. Aber letztlich ist die Version, die goldene Version, ist die von der EP. Und krieg heute noch Gänsehaut, weil ich weiß, es ist der erste Moment, wo sie zum ersten Mal in diesem Studio ein Lied spielen und alles ist zum ersten Mal. Und das hört man alles in diesem Lied. Finde ich super. Hören wir da rein.
Tut mir leid, das ist immer so gemein auszublenden, ne? Irgendwie. Eigentlich will man es immer bis zu Ende hören, aber ich weiß nicht. Ich will noch so viel hören von der ganzen Playlist, die wir hier haben. Ist so cool. Sag mal, Vocals, ist das live dabei oder ist das, wie gehst du damit um irgendwie? Wenn du jetzt, wenn Vocals, also wird immer live mitgesungen oder nicht? Ja, hängt von den Stimmen ab. Eine Stimme wie diese, natürlich live. Also man stelle sich mal vor, Johnny Cash hätte im Nachhinein gesungen oder Elvis Presley oder Frank Sinatra. Das ist, solche Stimmen führen ja die ganze Aufnahme an. Klar, und ja. Deswegen sind die ein Teil der Aufnahme, weil ich höre ja nicht das Instrumental und denke mir dann den Gesang, sondern wir, wenn wir Musik hören, hören wir erst den Gesang. Wir denken von oben nach unten. Und bei solchen Stimmen und bei solchen Songs muss der Gesang live aufgenommen werden. Und alles andere ist eine Folgerung. Alles andere schließt sich daraus, ordnet sich dem Gesang unter. Das heißt natürlich, bei Creator vorhin war es instrumental, was ihr aufgenommen habt. Ne? Und dann ganz sicher. Ne? Also wo das dann einfach nicht so ist. Also auch das ist einfach produktionsabhängig so. Und wenn jetzt hier die Stimme mit aufgenommen wird, ist der dann mit in diesem Raum drin oder ist das natürlich auch abhängig davon, irgendwie, was so passiert? In dem Moment saß er natürlich an seinem Flügel und Tim hatte eben, wir haben ganz viel versucht, möglichst den Flügelklang von der Stimme zu trennen, weil er spielt ja relativ leise Klavier, aber seine Stimme ist relativ durchdringend und wollten trotzdem Kontrolle bewahren. Und ich weiß, dass wir da ganz viel Dämmmaterial und Wänden zwischen dem Flügel und der Tastatur und wo er singt, sozusagen dazu zu bauen, damit wir wirklich das alles unter Kontrolle haben. Ja. Ja, geil. Krass. Hier ist schon noch eine Frage gewesen. Warte ganz kurz. Gab es irgendwelche Besonderheiten beim Recording der neuen Papstplatte? Finde, die klingt einfach mega, sagt Sevi05. Ja, die Besonderheit daran ist sicherlich der Droom. Dazu kommen wir später. Mhm. Und dass wir bei den Gitarren, die Gitarren haben wir mit einer DI-Box auch aufgenommen. Und haben das DI-Signal mit einem Germanium Preamp verzerrt. Das ist diese 70er-Jahre Rasenmäher-Verzerrung. Ich weiß nicht, kann man schlecht beschreiben. Und das geht grundsätzlich in den Refrains, geht grundsätzlich der Rasenmäher an. Also zusätzlich zu dem Original natürlich Signal. Und so kommt der Rasenmäher oben drüber. Und dann gibt es diese extra Höhen und dieses extra mega trockene. Das ist ja mega trocken, wenn es aus der DI-Box kommt und so. Und das ist Teil des Papstgeheimnisses. Ah, geil, okay. Wie ist denn das eigentlich überhaupt mit, sagen wir mal, so diesen Editing-Sachen? Also du hast ja vorhin schon gesagt, du nimmst natürlich gerne irgendwie immer komplette Takes auf mit der Band, aber du hast schon auch gesagt, manchmal ist eben der letzte Refrain der Take vor dem Essen, manchmal ist es irgendwie der Take nach dem Essen oder das ist dann das Intro oder wie auch immer. Das heißt, natürlich bist du da jetzt auch nicht dogmatisch und sagst, das muss von vorne bis hinten durchgespielt sein. Wie steht es aber so mit so anderen Editing-Tools, wo du nochmal sagst, das schneide ich nochmal, das rücke ich gerade, da läuft Melodyne, da läuft Autotune. Also sind das alles immer so Sachen, die du eher ungerne machst oder die du einfach mit einkalkulierst? Ja, also mit Melodyne und Autotune halte ich mich zurück. Melodyne kann ich gar nicht benutzen, weil ich nicht weiß, wie es geht und hab's auch nicht. Und ist für mich auch kein entscheidender Baustein. Also ich mache mich davon nicht abhängig. Und beim Schnitt ist es so, dass ich nenne es immer den Rock'n'Roll-Schnitt, der Rock'n'Roll-Schnitt ist der grobe Schnitt, da wird dann gesagt, okay, wir machen das irgendwie, wir kriegen das zusammen und manchmal muss man dann auch den Feinschnitt machen, da wo es dann so darum geht, so eigentlich ist der Take super, aber an dieser einen Stelle gibt es diesen einen Bassdrum-Hänger, also man merkt so richtig, weil alles ist perfekt, nur dieser eine Bassdrum-Schlag nicht. Und dann wird der auch schon mal versetzt. Also da kenne ich auch nichts. Das sind dann die berühmte chinesische Folter. Wenn ich im Laufe der Produktion merke, dass dieser Bassdrum-Schlag immer lauter wird, schmeiße ich ihn irgendwann raus. Und ist es auch egal. Oder ich manchmal schiebe ich den auch, obwohl dann alle 20 Spuren mitgeschoben werden. Oder was weiß ich, dann ist mir kurz für diese 16. Note, ist mir Phasen, Out of Phase. Und das ist mir dann alles scheißegal, weil es ja nur eine 16. ist. Mein Gott, dann ist es mal für kurz aus der Phase. Merkt doch keine Sau. Ich erinnere mich an eine Produktion, die du mal im Horus gemacht hast. Wir haben vorhin schon irgendwie über Horus ein bisschen gesprochen. Und ich glaube, das war irgendwie, wenn ich mich richtig erinnere, war das natürlich auch ein Live-Setup, wo ihr alle in dem großen Aufnahmeraum, wo du die da platziert hast, die Amps hatten nochmal irgendwie Decken oder Schlafsäcke oder so darüber.
Und es war trotzdem brüllend laut. Und du hast mit leuchtenden Augen trotzdem gesagt, ich lasse die alle so spielen und danach quantisieren wir das alles nochmal irgendwie. Da hast du irgendwie alles, glaube ich, in 16 zerschnitten und nochmal neu zusammengesetzt, oder? War das so ein Experiment oder wie war das? War ein Experiment, würde ich nicht nochmal machen. Alles klar. Und ich habe viele Experimente gemacht, wo ich sage, wow, cool, dass ich das mal gemacht habe, muss ich nicht nochmal machen. Also jetzt neulich auch bei Tokotronic haben wir uns den Spaß gemacht, ohne Becken einzuspielen. Also er hat dann quasi mit so Gummipads eingespielt, und also beckenmäßig. Also es ging darum, den Drum-Beat einzuspielen, aber ohne Becken. Und danach haben wir dann die Toms alle abgeklebt und haben die richtigen Becken rangeschraubt. Dann musste er das nochmal spielen und war extrem gespannt, was es macht, welche Möglichkeiten das gibt dann, wenn man den Raumsound dann eben besonders bearbeiten kann, weil man kann ihn dann komprimieren und verzerren und ganz viele Höhen dazugeben, weil es gibt ja kein Becken, kein Becken, was mich stört. Und musste dann feststellen, dass genau das aber das Salz in der Suppe ist. Also natürlich macht es Spaß, ein Schlagzeug ohne Becken zu überkomprimieren und sehr viele Höhen zu geben. Aber das, was es ausmacht, dass man dann sagt so, boah, was sind denn das für Drums, erkennt man immer an den Becken, komischerweise. Mhm. Deswegen, das war dann so die Erkenntnis, okay, also das ist wirklich Quatsch, das muss man nicht machen. Das ist wirklich Blödsinn. Ja. War so eine Erkenntnis. Wolltest du mal ausprobieren? Ja, ich habe immer davon geträumt. Genau, gab es ja schon ganz viel irgendwie auch so. Ne? Also so vor 5 Jahren oder so haben die das ja ganz viel gemacht. Queens of the Stone Age 2002, Songs for the Deaf. Da hat Dave Grohl sich ja darüber beschwert, dass er das machen musste. Und da dachte ich, boah, das muss ich halt auch irgendwann mal machen. 18 Jahre später habe ich es dann gemacht. Und also, okay, kann man sich sparen, muss man nicht machen. Okay, hier gibt es eine Frage von Sweeney Todd. Ist es eigentlich, also die hast du bestimmt auch schon ein paar Mal gehört irgendwie, ist es eigentlich möglich, bei dir als Praktikant oder als Assistent mitzulaufen und von dir zu lernen? Die Möglichkeit gibt es, aber das ist ausgebucht bis 2070, glaube ich. Okay, ja, das glaube ich. Da werden wahrscheinlich schon ganz schön viele Leute gefragt haben. Ja. Hier fragt nochmal Birdbrook, wie funktioniert das, unterschiedliche Takes zusammenzuschneiden, wenn alles live gespielt ist? Die komplette Dynamik ist doch sicherlich ganz anders. Wie geht das, dass es nicht auffällt? Naja, also die Erkenntnis ist, dass die Bands, wenn man, sagen wir mal, man schneidet zwischen erstem Refrain und zweiter Strophe, dann spielen die Bands meistens die Stelle immer im gleichen Duktus. Wie soll ich sagen? Sie spielen etwas schneller und dann wollen sie den nächsten Teil, da werden sie etwas langsamer. Das heißt, wenn ich da schneide, dann schneide ich immer eigentlich in das gleiche Gefühl rein. Also manchmal mache ich es natürlich ganz bewusst, dass ich sage, boah, hier in diese Version vorm Essen, wo sie so tierisch Gas geben, das macht ja tierisch Spaß, da reinzuschneiden. Einfach nach dem Fill jetzt auf die Eins das neue Gefühl, mal sehen, was passiert. Also wenn es klappt, freuen sich alle. Wenn es nicht klappt, war es ein netter Versuch, dann muss man den Schnitt entweder woanders machen. Aber die Angst davor, nur weil man nicht zum Klick spielt, kann man nicht schneiden, ist eigentlich Quatsch. Weil wie gesagt, die Musik, die Komposition und so weiter, das ist, man wird immer an denselben Stellen schneller und langsamer. Das ist, weil die Komposition das mitbringt. Und deswegen ist es auch ein leichtes, dann dort zu schneiden. Ich bin auch immer wieder erstaunlich, also, was alles eigentlich geht. So, ne? Und wie du schon alles sagst, man kann es einfach immer ausprobieren. Und wenn es dann funktioniert und wenn es eben da schneller wird oder wenn es da langsamer wird, vielleicht ist es geil. Und wenn es halt nicht funktioniert, muss man nochmal schauen, irgendwie mit einem anderen Take oder so. Ne? Aber ich finde auch, das ist immer genau das, genauso wie dieses Live-Zusammenspielen. Ich finde es immer wieder, wenn mehrere Leute wirklich live zusammenspielen, ich mache es ja nicht so oft wie du, aber wenn ich es mache, bin ich immer wieder überrascht, was für eine krasse Trennung man trotzdem hinkriegt, obwohl diese Brettgitarren in dem gleichen Raum sind, weil einfach, wenn die Instrumente miteinander in einem gewissen Lautstärkeverhältnis spielen irgendwie, dann funktioniert das alles so. Und dann sind auch wahnsinnig wenig Drums plötzlich auf dem Gitarrenamp drauf und auch die Brettgitarren funktionieren auf Kick, Snare und selbst auf den Overheads manchmal. Ne? Also das finde ich auch immer, ist wieder erstaunlich, so auch echt toll. Genau, lass uns doch mal über die neuen Mikrofontechniken sprechen, die hier noch nicht drin sind. Hier steht noch hinten, letzte Seite übrigens, ne? To be continued. Dann nagel ich dir. Du hast ja eine Elektronik-Version sozusagen, die man auf deiner Website auch beziehen kann. Da gibt es nochmal extra Kapitel, ne? Oder es gibt noch Samples auch so dazu? Ja, das ist ja quasi die haptische Form, und die haptische Form gibt es so nicht mehr. Es gibt, glaube ich, noch
200 Exemplare, die habe ich so gebunkert. Ich weiß gar nicht, Seltenheitswert? Ist das schon was wert? Nee, es wurden 2000 Stück davon gemacht und 1800 wurden verkauft und 200 habe ich noch. Aber die elektronische Fassung finde ich 10-mal besser als die haptische. Toll. Weil eben noch Soundbeispiele dabei sind. Also weil immer über Musik reden ist das eine, man muss es letztlich ja auch hören. Und deswegen ist eigentlich die Form des E-Books oder eben mit Multimedia zu arbeiten, ist dem eigentlich mehr angemessen als jetzt einfach nur die Klolektüre, dass man Bock hat, oh, heute gehe ich ins Studio, heute probiere ich das mal aus. So. Das sagst du, der immer einen Block und einen Stift mit in den Proberaum nimmt, ja, wenn du da produzierst. Ich brauche das Update brauche ich nochmal in haptischer Form. Aber gib uns doch mal ein Update noch. Du hast es schon erwähnt, Droom Microphones. Erzähl doch mal ein bisschen, was deine Droom Microphones sind. Also Droom ist die Wortschöpfung, besteht aus Drum, Dream und Room und hat natürlich irgendwie was mit Drums zu tun. Es betrifft aber auch in erster Linie Tatsache eine Bandaufnahme. Und da kommen verschiedene Aspekte zusammen. Für die, die schon mal in einem größeren Studio gearbeitet haben, die wissen, dass es meistens sowas gibt wie Talkback-Mikrofone. Das sind so SM57, meistens so auf Mundhöhe, weg von den Drums. Und man sagt immer so, boah, die klingen so geil. Ja klar, die sind halt weg von den Drums und sie sind ungefähr auf Beckenhöhe. Das heißt, dass die Becken irgendwie da so im toten Winkel rumballern und man hört sie eigentlich nicht so deutlich. Aber der Charakter der Drums ist eigentlich doch ganz toll. Man benutzt sie allerdings nicht, weil diese Talkback-Mikrofone einfach zu weit weg sind. Und dadurch aber nicht weit genug, dass man denkt, boah, der Raum ist ja riesig, sondern es klingt eigentlich eher so, als würde man in einem total pissig kleinen Raum arbeiten. Wenn man jetzt aber dieses Bild vor sich hat, okay, da ist dieses Talkback-Mikrofon von den Drums weggedreht, steht mitten im Raum. Was passiert, wenn ich dieses Mikrofon nehme und ganz dicht an die Drums ranstelle? Also so dicht ranstelle, dass quasi wirklich die Becken genau im toten Winkel sind von dem Mikrofon. Und die Mikrofone gucken quasi in die entgegengesetzte Richtung. Vorausgesetzt, dass quasi die Drums in der einen Ecke des Raumes sind, und ich ja hier dieses Droom, also es sind meistens zwei, links, rechts, dieses Droom-Pärchen hinstelle, habe ich quasi die komplette sondern den Nachhall von der Klang geht einmal nach da und kommt wieder zurück. Ich habe quasi die doppelte Länge des Raumes hier in diesen beiden Mikrofonen drin. Wenn ich die Raummikrofone hier hinpacken würde, dann hätte ich nur eine Länge und ich hätte aber zwei Snare-Drum-Signale, nämlich das trockene Signal und einmal das nasse Signal. Wir haben Bada, bada, würden wir die ganze Zeit hören. Wenn ich jetzt aber diese Mikrofon nehme und ganz dicht dran stelle, habe ich nur noch ein Snare-Drum-Signal und habe aber doppelte Halllänge. Also das für mich ist ein Delay. So arbeite, wenn ich mit Raummikrofonierung so arbeite, will ich ein Delay haben, eine Laufzeit will ich haben. Wenn ich den Droom ranstelle, will ich so eine Art Hall haben, was natürlich kein Hall ist, sondern nennen wir es ein Sustain. Und wenn man, wie bei Papst zum Beispiel, bei Papst sind die Drums in einer Ecke und die Drums sind aber eingepackt in Stellwände sozusagen, oder was? Stellwände ist ein schickes Wort. Ich habe da gerade nach diesem anderen Wort gesucht. Wie heißt es? Achso, Gobos oder Baffles. Ja, das meinte ich. Aber Stellwände ist ja ein tolles Wort. Genau, Stellwände. Und quasi mit zwei Stellwänden die Drums eingebaut. Und auf der anderen Seite der Stellwände waren die Gitarren oder die Gitarren-Amps. Natürlich in den Raum reinguckend und dann dazwischen, also zwischen diesen Stellwänden, hier sind die Drums, ich versuche es mal so darzustellen, hier sind die Stellwände, hier sind die Drums, hier guckt der Droom lang, hier sind die Gitarren-Amps, man merkt schon, alles bläst in eine Richtung und auch die Mikrofone gucken in diese Richtung. Und das führt zu einem unfassbar großen Stereobild. Gitarren sind ja links und rechts vom Droom. Es führt zu keinerlei doppelten Anschlägen, es klingt ganz sauber und riesengroß. Das heißt, es ist natürlich Nierencharakteristik. Was sind es für Mics irgendwie? Oder Superniere. Also SM57 geht immer, aber auch, was ich ganz gerne benutze, ist von Sennheiser die 441er. Das sind die mit dem langen silbernen Superniere dann. Das ist Superniere, ja. Weil die Superniere noch mal weniger von links und rechts mitnimmt, sondern wirklich nur noch auf die erste Reflexion hinten von der Mauer wartet oder von der entgegenüberliegenden Wand wartet. Bis es Wie weit sind die auseinander, die Mics? 10 cm. Ach so, so dicht beieinander sozusagen. So dicht, ja, wie ein Uhr. Eigentlich letztlich packt man sich so hin und guckt nur in die andere Richtung.
Und man pennt die aber extrem. Und sie sind aber mehr oder weniger auf Beckenhöhe. Auf Beckenhöhe, damit die Becken eben möglichst nicht da reinblasen. Weil sobald die Mikrofone ein bisschen weiter drunter sind, hört man schon, wie die Becken wieder reinkommen. Also es gibt den Punkt, wo die Becken im Bodenwinkel sind. Und dann kann man komprimieren. Ja, richtig hier. Okay, mega. Und also Papst ist ein gutes Beispiel für den Joom. Mega, Joom. Liebe Leute, wenn ihr noch Fragen habt zu dieser Mikrofontechnik, dann stellt die bitte ja auf jeden Fall in den Chat. Ich werde es auf jeden Fall als nächstes ausprobieren. Und ich würde sagen, würdest du noch eine weitere Sache verraten irgendwie? Noch eine neue? Weiß nicht. Oder machen wir es in den nächsten? Naja. Machen wir einfach am nächsten. Nach dem nächsten Lied, das ist schon mal super. Was haben wir denn hier noch in der Liste? Ich würde mal sagen, Tokotronic, hast du ja auch echt viel mit denen zusammengearbeitet. Hier Electric Guitar, vielleicht mal von Tokotronic, ist doch auch mal eine schöne Nummer. Gibt es dazu noch irgendwie eine Story oder soll ich einfach mal losfahren? Na, da gibt es eine schöne Story dazu. Das ist ja die, da wo die Band sagt, so, wir haben keinen Bock mehr live zu spielen, lass mal was anderes ausprobieren. Und dann ist es auch, diese Electric Guitar handelt davon, wie er als Jugendlicher die Gitarre für sich entdeckt. Und das klingt ein bisschen komisch, wenn halt jemand jetzt, der 40 und mehr ist, mit seiner tiefen Stimme darüber singt und ich habe die Gitarre entdeckt und fand es super geil. Und da hat zum Beispiel Autotune mir sehr geholfen. Also Autotune benutzt nicht, um das alles gerade zu kriegen, sondern um ihn jünger zu machen. Weil je mehr Autotune ich nehme, desto mehr Menschen nehme ich raus aus der Stimme. Wenn ich 100% Autotune benutze, weiß ich ja nicht mal mehr, ob das ein Männlein oder ein Weiblein ist, was da singt. Ich weiß auch nicht, wie alt das da ist, was da singt, sondern es ist ein Computer, das da singt. Und insofern habe ich das als Verjüngungsmaschine benutzt, sozusagen das Autotune. Und deswegen, also das verbinde ich so mit Electric Guitar, weil ich das so lustig finde, dass Dirkys Stimme wie so ein Jugendlicher wirkt. Also jetzt ist etwas übertrieben, aber es war auf jeden Fall, so kann man das Autotune auch einsetzen. Das ist doch mega, dann lasse ich das mal hier loslaufen. In meinem Zimmer unter dem Garten fühle ich mich sicher, ich kann's euch verraten. Ich schnalle dich um, nehme dich in die Hände und schicke den Sound zwischen die Wände. Ich zieh hier den Pulli vor den Spiegel aus. Teenage Riot im Reihenhaus. Ich gebe dir alles und alles ist wahr. Electric Guitar, ich erzähle dir alles und alles ist wahr. Electric Guitar, Electric Guitar. Am frühen Morgen in die Garage, die Dose Haarspray in meiner Tasche, auf dem Fahrrad zum Postamt, vorbei an Plakaten. Ich schicke Briefe und kann's kaum erwarten. Ich drücke Pickel vor dem Spiegel aus. Panic Depression im Elternhaus. Ich gebe dir alles und alles ist wahr. Electric Guitar, ich erzähle dir alles und alles ist wahr. Electric Guitar. Zur Hintertür raus, ich halte das alles hier nicht mehr aus. Ein Tagtraum im Regen und Apfelkorn an der Bushaltestelle. Lungern wir rum, wir finden uns selbst.
als Anarchisten, als unscharfe Bilder. Auf Fahndungslisten erkunden uns selbst und wollen es wissen. Ich will es jetzt wissen. Du ziehst mir den Pulli vor dem Spiegel aus. Sex and Drugs im Reihenhaus. Ich gebe dir alles, mein Rock'n'Roll-Star. Electric Guitar. Du ziehst mir den Pulli vor dem Spiegel aus. Manic Depression im Elternhaus. Ich gebe dir alles und alles ist wahr. Electric Guitar. Ich erzähle dir alles und alles ist wahr. Electric Guitar. Electric guitar. Electric guitar. Tierisch, auch super Texte einfach dann wieder, ne? Also irgendwie mit den Pickel ausdrücken vor dem Spiegel, mein Gott. Manic Depression im Elternhaus. Echt ja. Auch super. Ja. Lass uns doch vielleicht mal, sollen wir mal ausprobieren, in dein Studio kurz sozusagen zu gehen? Willst du nochmal den Versuch wagen mit deinem großartigen Hintergrund in den Transporterraum? Weil dann können wir nämlich mal ein bisschen über dein Equipment sozusagen sprechen, was du in deinem Raum hast. Guck und zack, sind wir da. Ist das nicht großartig? Wunder der Technik. Ich habe es extra fotografiert, genau. Ja, jetzt bist du einfach mal kurz in deinem Transporterraum. Und was man natürlich eben sieht, ist, und das weiß ich auch schon, die hast du so lange schon durch die Gegend geschleppt, diese Manley Voxbox, ne? Das ist auch so ein Teil, was auf jeden Fall, zu dem du ganz treu bist und was dir ganz treu ist irgendwie so, ne? Ist das immer eigentlich so dein Frontend für Vocals oder ist das oft so dein Frontend? Ja, für alles ist das, ich habe ja nur ein Frontend, also ich habe ein Mikrofon, einen Vorverstärker, einen Kompressor und das war es eigentlich und damit mache ich alles. Es sind natürlich Geräte, die können eine Menge ab, die sind sehr vielseitig, die haben sehr viel Headroom und sie haben sehr viel Klangfarbe, je nachdem, wie man sie einstellt. Aber im Grunde genommen sind es immer nur wenige Sachen, die man bewegt, mit größtmöglichem Resultat. Ja, und aber die Voxbox hat ja letztendlich, also du hast ja dann nochmal so ein TubeTech-EQ auch so. Die Voxbox hat ja schon so eine Art Pultech-EQ auch so ein bisschen drin, ne? So, also ist auch schon... Das, aber genau das Gegenteil. Also in der Voxbox ist der Mid drin, wo man die Mitten absenkt und der Programm-Equalizer ist ja der Bässe und Höhenanheber. Ja, geil. Genau. Gibt's dann auch sozusagen an der Voxbox irgendwie Einstellungen, die du dann immer hast, so wo du irgendwie sagst, das ist das, was am besten funktioniert? Ja, ich habe immer den De-Esser drin, weil der ist noch vor dem Kompressor. Das heißt, bevor es in die Kompression geht, fange ich schon an, die S-Laute zu minimieren. Und es gibt, weil in meinem Raum, weil ich ja quasi in dem Raum selber auch aufnehme, der Raum hat eine Eigenresonanz, die ist bei 400 Hertz ziemlich deutlich ausgeprägt und deswegen ist quasi der Mid-Dip auf 400 Hertz eingestellt, damit quasi am Mikrofon die 400 Hertz schon mal nicht zu überreagieren, vor dem Kompressor wohl gesagt. Wir können ja einfach mal kurz hier, ich mach mal hier so ein Schnellquiz sozusagen, beziehungsweise was heißt Quiz, sondern ich stell einfach Fragen und du antwortest so. Was ist denn da dein Vocal Mic? Was ist denn jetzt so? Sieht man das? Warte mal, zieh mal meinen Finger da nach oben. Sieht man das da? Nee, leider nicht. Da ist raus aus dem Bild. Okay. Das ist ein altes M49, was ich von Peter Schmidt gekauft habe. Ach, geil. Und da habe ich mein ganzes Geld investiert für dieses Mikrofon. Wunderbares Mikrofon. Es ist ein bisschen als Rente gedacht, ganz ehrlich. Und früher war es das Röde K2, was ich über 20 Jahre benutzt habe und was nach wie vor ein unfassbares Mikrofon ist. Aber wie das manchmal mit Mikrofonen so ist, und man ist man den auch überdrüssig, weil man halt die Soundfarbe so kennt und man hat dann eigentlich alles ausprobiert. Und mit dem M49 habe ich noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht.
Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist aus dem Jahre 58 oder so. Schon ein ziemlich altes Mikrofon. Mega. Und es macht immer noch einen unfassbaren Job und boah, also das setzt sich überall durch. Es ist, also egal bei krassester Rockmusik, egal was es ist, die Mitten, also die Textverständlichkeit, der Grip ist unfassbar. Also ich habe alle tolle Mikrofone ausprobiert. Sehr gute Replika vom M49 und so. Und im Blindtest konnte ich es Tatsache raushören. Ich konnte so, ey, das ist meins, das kenne ich. Das war wirklich so. Und wie gesagt, es gibt sehr gute Mikrofone und das ist unschlagbar. Wahnsinn. Was ist jetzt aber nochmal, ich habe es sozusagen nochmal ergänzt. Also das ist ja praktisch, ist das mehr ein Overdub-Mic irgendwie oder würdest du es in einem Live-Kontext auch so verwenden? Nee, ich benutze das Mikrofon nur in meinen Räumlichkeiten. Wenn ich in ein anderes Studio gehe, nehme ich ein anderes Mikrofon. Also das wäre so dein Mic für so ein Live-Setting sozusagen. Also wenn jetzt der Sänger wirklich mitten in der Band drin ist, lauter elektrische Gitarren spielen, bist du auch bei einem SM7 oder ist es ein SM57 oder was ist dein Mic? Gibt es zwei Mics, SM7 und RE20 von Elektro-Voice. RE20, super Tipp. Ja, das sind die beiden Mikrofone. Kann ich nur empfehlen. Hier Höchste Eisenbahn ist mit Live-Gesängen aufgenommen und da hat der eine Sänger SM7, der andere hat RE20. Haben wir so ein bisschen gecheckert, welches ist das bessere Mikrofon für die jeweilige Stimme. Aber es ist, ich sag mal so, die Drums, das übersprechende Drums auf das Vocal-Mikrofon klingt dort ziemlich gut. Ja, das ist dann das, also beim SM7. Das ist das Entscheidende eigentlich, ne? Yep. Ja, genau. Geil. Das ist eigentlich letztendlich das, was der Classic-Engineer Al Schmidt aus Amerika, der jetzt 90 Jahre alt ist, schon immer gesagt hat, wenn man die richtigen Mics verwendet, wo der Spill, also das Übersprechen, gut klingt oder sinnvoll klingt, hat man total gewonnen. Das, ne? ist es eigentlich, oder? Ja, ist es. Ja. Frage, was ist Kompressor Nummer 2 nach dem 1176 sozusagen? Was wäre dein, gibt es einen nächsten Favorite? Ja, lass mich kurz überlegen. Es gibt, im Hansa-Studio gibt es, wie heißt es, Valley People Dynamite? Ja. Heißt ja so, ne? Valley People Dynamite. Ja, unfassbar krasser Kompressor, wenn man krasse Sachen machen möchte. Bin noch ein großer Fan vom LA2A, wenn ich die Kompression nicht hören möchte, also gar nicht hören möchte, dann ist der LA2A der sauberste, den ich kenne. Oh. Na, das ist doch schon gut. Reicht schon. Reicht schon in diesem Kurzquiz. Hier jetzt eine Frage, produktionstechnisch. Lieber zu tief oder lieber zu hoch? Zu hoch. Zu hoch ist okay. Ja, lieber zu hoch okay. als zu tief. Ja. Dann die Ergänzungsfrage, weil du die so schnell beantwortet hast. Schneller. Lieber zu schnell oder lieber zu langsam? Schneller. Schneller. Okay, also ist auch immer so, wenn man jetzt eben spielt und man entscheidet sich lieber für den Schnelleren. Ja. Okay, geil. Super. Das ist jetzt noch eine wichtige Frage, weil das haben schon ganz viele oder mehrere Leute jetzt nach der An-Mai-Kantereit-Nummer gefragt. Piano, Recording und Processing im Mix, was die Kompression insbesondere angeht. Erzähl doch kurz mal, wie du das Piano aufnimmst, wie du es bearbeitest und wie es vielleicht im Mix noch bearbeitet wird. Ja, aufgenommen hat ja Tim Tauterath und ich war vorher der Meinung, wir sollten es mit zwei dynamischen Mikrofonen aufnehmen, damit eben möglichst wenig Stimme im Flügel drin ist. Er meinte, nee, lass mal lieber das Neumann nehmen und Neumann SM2 Stereo-Mikrofon und das ist letztlich der Sound, den man hört. Und die dynamische Idee haben wir gleich wieder fallen lassen und gemischt hat Peter Schmidt. Welchen Kompressor er benutzt hat bei der Aufnahme, weiß ich nicht. Okay, hast du denn einen bei der Aufnahme schon benutzt? Da müsste ich jetzt Tim fragen. Ich schätze mal, dass der 1178, warte mal, haben wir da überhaupt einen 1178? Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Nee, ich glaube, wir haben ohne Kompressor. Okay. Ich glaube, es ist ohne Kompressor. Also SM2, Neumann Röhren-Stereo-Mikrofon auf jeden Fall schon mal. Schon mal eine ganz nice Sache. Und ist es denn so, dass wenn du jetzt 1178, wir haben 1178 benutzt. Ich lege dich fest. Wir haben 1178. Das ist die Stereo-Version vom 1176. Ja, genau. Und auch in einer ziemlich soften Einstellung, auch 1:4. Oh, das heißt, da gab es nur dieses Stereo-Mikro. Weil du bist ja auf jeden Fall auch mit Sicherheit Fan mal von irgendwie ein paar mehr Mics noch irgendwie an dem Piano oder nochmal eins drunter, eins Beatles-mäßig irgendwo dahinter, wo auch mal. Es gibt gerade beim Flügel gibt es. Es gibt ja diese große Metallzarge, wo quasi die Saiten drin sind.
Und die haben so Löcher, damit halt der Resonanzboden, man den Resonanzboden sieht. Und da packe ich ganz gerne dynamische Mikrofone hin, so möglichst so einen halben Zentimeter über dem Resonanzboden. Und das ist auch ein unfassbar schöner, warmer Klang. Hat wenig Höhen, aber ist sehr voll, also ein richtig voller Klang. Ja. Ist es dann so, dass du diese Höhen dann nochmal irgendwie dazu addierst später? Oder ist das, wie gehst du überhaupt so mit EQ? Also du hast ja vorhin schon bei den Lautsprecher-Mics sozusagen gesagt, da habt ihr euch einen zurecht EQ'd. Wie ist es mit den anderen Mics? Bist du da auch so, dass du eben EQ'st, bis es dir gefällt? Oder sagst du, da bist du eher flat? Also im Hansa-Studio gibt es ein sehr schönes Mischpult, das sollte man benutzen bei der Aufnahme. Also dafür ist es ja da, wenn man nicht die Möglichkeit hat, an so einem Pult zu arbeiten, würde ich sagen, auch erstmal lieber flat aufnehmen. Ich bin ja oft in Studios, wo man eigentlich direkt auf den Wandler geht und da bin ich das gewohnt, flat aufzunehmen. Und ganz ehrlich, das klingt ja auch erstmal ganz gut, flat. Also wer sagt denn, dass man jetzt mehr Höhen braucht? Also erstmal hören und sehen, boah, was für ein Mikrofon, was für ein Instrument und wieso muss ich da besser rausnehmen, wieso soll ich da mitten, also ungs rausnehmen und eng reindrehen und so, warum eigentlich? Und da würde ich erstmal sagen, so erstmal Respekt haben vor dem Mikrofon, vor dem Instrument, bevor man dann irgendwie rumdreht. Wenn man allerdings, wie gesagt, die Möglichkeit hat, mit einem Mischpult zu arbeiten, wo der Equalizer sogar dafür berühmt ist, dass man ihn benutzt, würde ich ihn auch benutzen. Und zwar genau das. Bässe raus, Önk raus und alles Spitze rein. Hansa-Studio, warst du von, was, 87 bis 89, ne? Warst du da, 85, da Assistent. War das zeitgleich mit Peter Schmidt eigentlich, den ich vor hier 4 Wochen interviewt habe? Ja, wir waren zeitgleich da. Also er ist vor mir gegangen, es gab da eine ganz klare Reihenfolge. Ich war 3. Assistent, André Giere 2. Assistent, Peter Schmidt 1. Assistent. Und genauso in dieser Reihenfolge haben wir auch das Studio wieder verlassen. weil der Studiomanager der Meinung war, dass der Assistent darf nicht älter als die Band sein. Und wir wurden regelmäßig raus, also die Leute, also der Tom Müller sagte damals immer so, hey Jungs, also das war wirklich sein Spruch. Er meinte, ihr dürft nicht älter als die Musiker sein. Und 3 Jahre reichen ja auch im Hansa-Studio. Und keiner von uns hat jemals ein schriftliches Zeugnis bekommen, dass wir dort gearbeitet haben. Er meinte, wenn ihr rausgeht in die Welt und sagt, ihr habt im Hansa gearbeitet, dann fällt den Leuten das sehr schnell auf, ob das stimmt oder nicht. Also man braucht kein Schriftstück. Und so war es auch. Also wenn ich irgendwo war, egal in welchem Land, in welcher Stadt, dann gesagt habe, ich habe im Hansa gearbeitet, ah ja, okay. Und dann so, ah ja, okay, alles klar. Also, verstehst du, was ich meine? Das war eine sehr gute Ausbildung. Du gehst ja auch gerne da immer noch wieder zurück irgendwie. Vierte Etage noch. Irgendwie in dieses Studio. Du hast auch wahrscheinlich auch dieses Gefühl, dass da immer noch so viel Musik drin hängt irgendwie, oder? Ich finde, der Vibe in diesem Studio ist schon irgendwas ganz Besonderes. Warum gehst du da? Also es ist natürlich das Pult, aber es ist auch die Größe. Was sind noch so Sachen, warum du da gerne hingehst? Natürlich die Verbundenheit, weil ich da ja auch gelernt habe, dann ist es auch immer noch dasselbe Mischpult. Dieses Mischpult ist über 40 Jahre alt. Die Räumlichkeiten, müssen wir nicht drüber reden. Die Mikrofonsammlung ist auch so, wow, was für Mikrofone. Und was ich noch besonders gut finde, ist, es gibt keinen Aufenthaltsbereich in dem Studio, sondern man muss Musik machen. Ja. Wenn man nicht Musik macht, geht man entweder eine rauchen, und dann muss man aber ganz runter ins Erdgeschoss. Also es ist alles mega umständlich. Deswegen bleibt man lieber oben und macht gleich Musik. Also das ist auch so, wenn du da reinkommst, du merkst, hier wurde schon viel Musik aufgenommen, es trieft aus allen Wänden und dem möchtest du nichts nahestehen und dem möchtest du auf jeden Fall möchtest du da mit, also dem möchtest du mithalten, möchtest halt auch Musik machen da und das ist Inspirierende an diesem Studio. Ja, finde ich auch. Es macht es aber ohne so einen krassen Druck auf einen auszuüben, ne? Sondern es ist eher inspirierend, finde ich, da zu sein. Also total. Das ist irgendwie geil. Hier ist die Frage, wie heißen deine Speaker zwischen den Verdades? Also deine großen Speaker, die da im Studio zu sehen sind Verdades. Ja. Kannst du auch noch mal kurz was dazu sagen vielleicht? Ja, handgemacht von Jürgen Luski in Süddeutschland und die sind handgemacht und sind die besten Boxen, die ich kenne. Okay, geil. und die würde ich immer wieder kaufen und allerdings ist es auch mal wichtig umzuschalten und ich habe keine anderen Boxen und habe dann diese Quested angeboten bekommen, 2104 Quested, die genau das Gegenteil machen von der Verdade. Die sind, ich weiß nicht, wenn man das sieht, da ist noch ein Subwoofer. Ja, deutlich zu sehen jetzt. Subwoofer und die kleinen 2104 machen. Genau.
machen genau das Gegenteil sozusagen von dem, von was die Verdade machen. Und das gibt mir Tatsache, jetzt habe ich noch mehr Spaß beim Arbeiten. Was man noch sieht, ist dieser Gitarrenständer. Sieht man den Gitarrenständer? Ja, das, der Gitarrenständer hält meinen Laptop. Ich arbeite nur mit dem Laptop. Ich brauche keinen großen Monitor. Ich muss so und so nicht viel sehen, wenn ich arbeite, weil ich lieber meine Ohren benutze. Ja. Also ich muss nicht alles immer im Überblick behalten. Ich brauche nur einen kleinen Bildschirm und mache auch immer nur relativ wenige Sachen. Also ich mache nicht 1000 Plugins auf, sondern ich brauche nur wenige Sachen. Also hoffentlich. War hier auch schon der geile Kommentar von Jamse Beats, anstatt Bildschirm einfach einen Gitarrenständer. Ja, genau. Da muss man sich halt so einen aufgeklappten Laptop vorstellen, den ich da reinpacke. Und das war es dann auch. Also mehr brauche ich auch nicht. Wunderbar, einfach super Idee. Noch hier zwei, drei Zettel noch. Und zwar die Frage, was bleibt clean? Was sind die Signale, die eben nicht verzerrt, oberkomprimiert oder so werden? Gibt es irgendwas, was clean bleibt? Du hast mal gesagt, dass deine Overheads irgendwie immer so ein bisschen darum gehen, die Drums ganz geil sauber abzubilden. So. Ja, also alles, was mit Becken zu tun hat, lasse ich meistens in Ruhe, weil ich ja andere Sachen habe, die dann richtig Gas geben, wo ich mir natürlich auch das Becken gelöt mit reinziehe. Deswegen muss ich nicht noch extra anfangen, die Overheads zu komprimieren. Das ist meistens in anderen Mikrofonen eben auch schon drin. Wir hatten vorhin über den Droom gesprochen, der ja auch viel Kompression abkriegt und da kommt das ganze Sustain der Becken drin vor. Und ich finde immer, ich habe vor Overheads habe ich immer tierisch Respekt, weil es für mich nicht die Becken abbildet, sondern eben das ganze Drumkit. Das heißt halt über dem Kopf und nicht einfach nur Becken, sondern es heißt über dem Kopf. Und deswegen ist für mich, ich lasse auch alle tiefen Frequenzen in Overheads drin. Also ich muss halt darauf achten, dass die tiefen Frequenzen der Overheads mit der Bassdrum in Phase sind, dass sie sich nicht auslöschen. Das Gleiche betrifft natürlich auch die Toms, dass die Toms halt da ihre Fettizität abbekommen über die Overheads und so. Die Fettizität. Die Fettizität, genau. Und das ist da, also alles, was hochfrequent ist, lasse ich mehr oder weniger in Ruhe. Wenn das die Frage war, ist das die Antwort. Ja, ist gut. Ein Plug-in-Delay. Mhm. Du benutzt irgendwie ein Delay als Plug-in irgendwie? Gibt es irgendeine Software, wenn du mischst? Ich liebe von Logic das Tape Delay. Nennt sich Tape Delay. Logic. Logic Tape Delay. Tierisch. Tape Delay, Best Delay ever. Was macht man, wenn man im kreativen Loch steckt? Wenn man jetzt sozusagen da, wenn es jetzt diese Phase gibt, irgendwo im Studio oder im Proberaum und alle sagen so, keine Ahnung mehr. Ja, ich hatte gerade eine Antwort auf den Lippen, die ist aber nicht jugendfrei. Insofern. Es hat was mit Konsum zu tun im Sinne von, genau, Sie wissen schon, was ich meine. Ja. Das soll ich jetzt hier super, sagen. Ich würde sagen, wir spielen unbedingt ganz schnell Musik. Hier kommt ganz schnell Musik. Was spielen wir denn hier? Wir spielen Gentleman of the Year von Beatsteaks. Das ist doch super.
Alright, hier sagt der eine schon irgendwie, der Stream macht mich noch zum Beatsteaks-Fan. Ja, Mann. Auch nicht so schlecht eigentlich dann, oder? Ja, nicht so schlecht, ja. Ist doch ganz geil. Und hier gibt es noch auf jeden Fall Fragen, die ich mal dir stellen werde. Und zwar, wie tunst du denn Vocals, wenn du kein Melodyne benutzt? Sagst du einfach, nee, Performance muss so gut sein oder gibt es irgendwas, wie du tunst? Performance muss sehr gut sein. Und wenn ich tune, dann nur einzelne Silben, aber niemals von vornherein die ganze Stimme durch. Sondern es muss schon eine gelbe Note sein, die so blöd ist, wo ich weiß, der Sänger wird heiser bei der Session. Und ich weiß, wir haben ihn eigentlich schon, den Ton, aber er nicht ganz sauber. Und dann gehe ich nochmal ran. Also wenn ich keine Möglichkeit habe, das durch eine weitere Aufnahme zu verbessern, muss ich ja rangehen und dann benutze ich, weil ich ja auf Logic arbeite oder mit Logic arbeite, benutze ich das Logic-interne Korrekturprogramm. Okay. Aber dann auch so, dass ich es versuche, dass man es nicht merkt, natürlich, klar. Also, aber ganz ehrlich, wenn man ohne auskommt, ist es am besten. Und letztlich ist es auch so, also bei mir ist es so, dass ich natürlich, wenn ich mich mit Bands mit Bands einige zusammenzuarbeiten, dann weiß ich, dass der Sänger seine Töne trifft. Es gibt nichts Schlimmeres, als sich zu committen für eine Plattenaufnahme, wo man weiß, der Sänger trifft leider die Töne, wird sie nicht treffen und dann muss ich da die ganze Zeit nachtunen. Das sind dann eher Sachen, das sind Produktionen, die ich abgebe und sage, das sollen lieber andere Leute machen. Weil ich finde, jetzt mache ich das schon so viele Jahre, jetzt habe ich das verdient, dass ich mit Leuten arbeite, die singen können. Und ja. Das ist doch eine gute Einstellung, finde ich. Total, ja. Total legitim, das auch zu sagen. So. Bevorzugtes Bändchen-Mikrofon wird gefragt. Bevorzugtes Bändchen, ja. Ich bin ein großer Freund von diesem Lolli. Was ist denn das? Thomann, glaube ich. Thomann-Lolli, ne? Auch 99 Euro oder ja, was? So? Ja, genau. Und bin jetzt ganz großer, toller Fan von dem neuen Bändchen-Mikrofon von Röde. Das ist super geil. Das NTR heißt es, glaube ich. Das ist unfassbar gut, das hatte ich neulich, da war ich richtig erstaunt, wie toll das ist. Und dann habe ich noch ein Stereobändchen, dieses AEAR88 Mikrofon. Sehr schön. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall echt auch super. Das Röde-Mikrofon, muss ich dazu sagen, ist viel billiger, als ich dachte, das kostet irgendwie 1000 noch was, aber es kostet echt nur die Hälfte und tut eine ganze Menge dafür. Also das ist eine echte Empfehlung. Ja. Ohne Scheiß jetzt. Ich kriege kein Geld von Röde. Also es ist wirklich ein geiles Mikro. Da haben sie wirklich wieder was Geiles gebaut. Ich liebe diese Firma einfach so. Keine Ahnung warum, aber es ist einfach mega geil. Ja, voll. Super. Liebste DAW und warum? Logic bist du, ne? Ja, Logic. Also mir ist es egal, welche DAW. Also klangliche Unterschiede kenne ich keine. Also ich höre keine Platte und denke mir, boah, das klingt voll nach Pro Tools. Oder nee, das ist doch voll Cubase oder so. Deswegen, jeder muss Experte auf seiner DAW sein, damit er schnell arbeiten kann. Also mir ist es total Latte. Also welcher Rechner, welche DAW, völlig egal. Ja, aber du persönlich benutzt Logic, ne? Weil du es einfach auch schon ewig benutzt wahrscheinlich, ne? Ja, im Logic bin ich am schnellsten. Wenn ich im Hansa arbeite, Hansa gibt es Pro Tools, brauche ich also immer einen Pro Tools Engineer. Aber wie ich schon sagte, ich bin jemand, der gerne im Team arbeitet. Und dann ist es nicht nur ein Pro Tools Engineer, sondern im Hansa gibt es sehr fähige Leute, Nanni Johansen, Tim Tauterath. Und das sind Zauberer ihrer DAWs und so. Und deswegen... Mir ist es egal, Hauptsache jemand kann es bedienen. Ja, hier noch die Frage, nochmal nach diesem Rode-Mic. Sag nochmal die Bezeichnung, Rode-Bändchen. NTR, glaube ich. R steht für Ribbon, also NT ja. Heißt ja immer bla 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 und R steht dann, glaube ich, für Ribbon. Die haben nur okay. Eins, deswegen man kann da gar nicht falsch liegen. Gut, hier gibt es auch noch eine etwas gemeinere Frage sozusagen, da Moses ja so ein gnadenlos ehrlicher Mensch ist, verrät er uns sicherlich auch, was die untalentierteste Band war, mit der er je gearbeitet hat. Ich glaube nicht. Nee, sage ich nicht. Das wäre ja auch echt so gemein. Okay, hier kommt noch eine Frage. Wenn du mixt, wie legst du das an? Wie ist da deine Arbeitsweise? Also beziehungsweise womit fängst du an? Fängst du jetzt an, wenn du mischt? Und wie ist sozusagen dein Weg da zum Ziel? Wenn ich Sachen mische, die ich selber aufgenommen habe, kenne ich die Spuren. Dann weiß ich schon ungefähr, alles klar, ich mache mir maximal eine Drumgruppe. Also ich fange nicht an, jetzt Bassdrum großartig zu gaten. Das lasse ich meistens alles in Ruhe. Ich habe ja meine Würste. Ich habe ja meine Spezialsachen, mit denen ich da hinkomme, wo ich hin möchte.
Ich fange nicht an in der Summe mit unfassbar vielen Plugins. Ich mag sonst so nicht so viele Plugins. Also ich lasse das meistens in Ruhe. Das sind aber Aufnahmen, die ich selber gemacht habe, wo ich weiß, ich habe ja so und so schon viel gemacht oder eben analog, auf dem analogen Wege und versuche beim Mischen das weitestgehend außen vor zu lassen, weil ich mir dann auch immer denke, hey, wenn ich so eine Stereosumme dann abgebe, ich vertraue ja dem Mastering-Engineer und der hat die viel geileren Geräte, der hat dann nochmal, der kommt hier nochmal ran, der kann da nochmal ran, Stereo-Verbreiterung oder er limitiert nur oder bearbeitet nur das Mittensignal, die Seitensignale bleiben außen vor. Das sind Geräte, das sind Boxen oder was weiß ich, das sind, die habe ich alle gar nicht und ich habe auch gar nicht die Muße, sondern mir geht es ja darum, hat der Song seine Aussage, ist alles da, verstehe ich den Gesang? Bassdrum ist mir egal, ist der Gesang da und den Rest macht das Mastering letztlich. Das sind aber nur Sachen, die ich selber aufgenommen habe, wo ich ja ungefähr weiß, ja, das mit der Bassdrum ist schon okay. Also jetzt hier Beatsticks Monotonie, was jetzt vorgestern rauskam, das hat 2 Stunden gedauert, das zu mischen. Also es war wirklich nur so, da, ich glaube, ich bin fertig. Ja, und die Band meinte, ja, fertig. Und drauf. Aber wenn ich Sachen mische von anderen, ist das ein ganz anderer Schnack. Weil da kriege ich meistens so viele Spuren und die sind noch nicht mal manchmal richtig beschriftet. Und bevor ich mir die Arbeit mache, suche ich mir irgendein Signal, was mich am meisten inspiriert und fange an, nur mit einer Spur so krass ranzugehen, was ich normalerweise mit der Wurst mache und versuche dann alles drumherum aufzubauen. Aber wichtig ist, dass ich die Stereosumme lasse ich immer in Ruhe. Natürlich mache ich, wenn die Band nach Hause geht, mache ich immer noch einen Limiter drauf und sage so, hey, so klingt es, wenn es dann halt ein bisschen lauter ist. Aber auch nie, dass ich sowas vorgaukle oder so, sondern es ist wirklich nur so ein, es ist ein bisschen lauter, damit es halt nicht rüberschlägt über die Null und so. Und Rest muss das Mastering machen und bin da auch eisenhart. Also ich kann da schlecht was vorgaukeln, letztlich. Das ist letztendlich eben so, wie hier schon, da du ja so ein gnadenlos ehrlicher Typ bist. Ne? Das schließt sich dann einfach im Mixing einfach noch weiter fort, so irgendwie. Einen Song würde ich gerne noch anspielen, weil die Playlist so klasse ist. Und zwar von Olli Schulz, diese eine Nummer. Erzähl doch nochmal, wo Akustikgitarre und Drums in einem kleinen Raum bei dir im Studio live waren. Ja, Olli Schulz ist ein ganz besonderer Mensch. Olli Schulz ist nicht der begnadetste Sänger und ist auch nicht der begnadetste Gitarrist. Er ist aber ein geiler Mensch. Also eigentlich so, wie man ihn aus dem Fernsehen kennt, so ist er auch. Und er ist angreifbar, er gibt jede Menge Preis. Und ihn in eine Situation zu packen, die ihn auf jeden Fall überfordert, bringt auf jeden Fall ein ganz großes Ergebnis. Und in dem Falle war das so bei dieser Platte, das war die, wir reden von der SOS. Genau. Ne? Das ist die Platte, wo Benzi, von dem ich ja vorhin erzählt habe, mit dem ich ja den Transporterraum gegründet habe, Benzi als Schlagzeuger sitzt vor ihm mit seinem Schlagzeug und Olli sitzt halt mit seiner Gitarre und sie teilen sich ein Mikrofon. Also für Schlagzeug, Akustikgitarre und Gesang teilen sie sich ein Mikrofon. Damals ein Röde K2, ich wiederhole mich gerne. Und habe quasi nur mit Richtcharakteristik gearbeitet, also wie viel Kugel lasse ich zu oder gehe ich eher Richtung 8 und so. Also, und es war dann auch so, dass der Schlagzeuger Benzi muss natürlich extremst darauf achten, dass er nicht zu laut spielt, weil wenn er zu laut spielt, versteht man ihn ja nicht mehr, den Sänger. Ne? Und deswegen war dann klar, die Ansage an den Schlagzeuger war, ey, du darfst die Hi-Hat nur so laut spielen, bis du ihn nicht mehr verstehst. Wenn du ihn nicht mehr verstehst, wenn er singt, dann ist deine Hi-Hat zu laut. Das war die Ansage. Und die beiden da drin, ich weiß, es war so ein Sommer, wo irgendwie draußen 38 Grad war und die Gesangskabine ist ja eine Gesangskabine mit 3 Quadratmetern. Größer ist es nicht. Das ist also auf engstem Raum. Und da waren die mehr oder weniger 4 Tage drin. Also das ist wirklich so, die haben da, das ist so lustig, das hat so übelst gerochen da drin. Und da gab es Alkohol und noch andere Sachen und so weiter. Und die haben sich da richtig gut gehen lassen. Natürlich sind die in den 4 Tagen auch mal rausgekommen, so ist nicht, ne? Aber diese Anspannung zwischen den beiden, und das finde ich auf dem Album großartig. Und auf dem Album ist es so, dass diese beiden sind diese Monoachse. Ein Mikrofon in der Mitte, dann, die teilen sich das. Und alles andere, was wir danach gemacht haben, jeden Overdub, den wir gemacht haben, war Stereo. Und die Mitte war unkaputtbar. Ich habe später noch Bass aufgespielt und so, aber Drums und Stimme und Akustikgitarre machen das Ding aus.
Und alles andere, was hinzukommt später, ist alles Stereo, als Overdub mit viel Hallo und hier. Aber diese Achse, das ist echt krass. Also Tiosch. Also Respekt an beide. Achtet drauf. Also Vocals, Akustikgitarre, Kickdrum, Snaredrum, Hi-Hat, alles ein Mic, alles in der Mitte, alles zusammengespielt. Olli Schulz, wenn es gut ist, von dem Album SOS, Save Olli Schulz, ne? Ja. Okay. Nice. Toll, auch eine echt krasse, gute Produktionsentscheidung, finde ich. Wahnsinn, so einfach zu sagen, wir machen das mal jetzt hier mit dem einen Mic, alles Mono und dann machen wir die Overdubs dazu und dann geht es eben so auf. Tierisch. Hier. Ja, muss ich aber auch, also das stand, also Olli war die ganze Zeit dagegen. Musstest du fighten. Die Plattenfirma fand es auch nicht lustig. Okay. Also es fand eigentlich keiner lustig. Erst als die Platte fertig war, hat man dann gemerkt, so, ah, das ist doch ganz geil geworden. Aber am Anfang war das echter Kampf. Aber ja. Hier gibt es noch eine Frage, gerade zu diesem Stereo-Ding. Oder sagen wir mal einmal hier, bei jeder Produktion von dir findet hier Global Audio, dass deine Mitte schön warm klingt. Gibt es da irgendwie eine Regel, wie du das hinbekommst? Dass diese Mono-Mitte schön warm klingt? Ja. Naja, sie ist vor allen Dingen frei von allem, was, glaube ich, in der Mitte findet auf jeden Fall die Hauptinformation statt. Also klar, Bassdrum, Snaredrum, Bass, Stimme. Wir hatten ja vorhin so dieses Ding mit dem Übersprechen und so. Bei mir sammelt sich in der Mitte natürlich auch alles, was links und rechts ist. Durch das Übersprechen sammelt sich das natürlich in der Mitte. Es kommt halt nur 3 Meter später an. Also wenn man links und rechts mit Gitarren arbeitet, muss, und normalerweise arbeitet man ja, wenn man mit Clicktrack arbeitet und das alles nacheinander aufnimmt, muss man, wenn man links und rechts eine Gitarre aufnimmt, noch eine in der Mitte aufnehmen, damit die Gitarre halt wirklich überall ist. Und bei der Live-Aufnahme muss man auch diese Mittengitarre nicht aufnehmen, sondern sie trifft sich ja in der Wurst, sie trifft sich in den Overheads, sie kommt ja so und so irgendwann in die Mitte, die Gitarre. Und deswegen ist vielleicht die Mitte aufgeräumt. Oder sie, ja. Also
Genau, der Gesang hat seinen Platz auf jeden Fall. Vielleicht ist es das. Hier ist noch eine andere Frage, auch zum Stereo-Ding. Wie stehst du zu MS-Stereophonie? Machst du das irgendwie MS? Gibt's das so? Ja, mach ich. Jetzt sage ich, mach das, und jetzt muss ich mal überlegen, wenn ich das letzte Mal gemacht habe. Du musst es auch machen. Wenn ich zum Beispiel bei mir im Transporterraum Drums aufnehme, da macht das Stereo überhaupt keinen Sinn, sondern da benutze ich dann dieses AEA-Mikrofon, stelle es vor das Drumkit, Mono mit Seitensignal. Und das Seitensignal ist dann nur dafür da, dass eigentlich das alles schön trocken bleibt, aber ich keine Rauminformation brauche, sondern ich will es eigentlich nur in die Stereobreite ziehen. Ah, aber du benutzt dann das gekreuzte Achtenmikrofon, was es ja ist sozusagen, als MS-Mikro und nicht als Blümlein-Pärchen sozusagen. Also Das ist schon mal gut. Cool. Ja, aber so oft nehme ich jetzt Drums auch nicht im Transporterraum. Ich sage, es gibt Situationen, wo ich dann sage, die Mitte ist mir mega wichtig, aber ich will es nicht nur einen Strich in der Landschaft haben. Ich will, dass es ein bisschen nach links und rechts geht. Und dann benutze ich gerne MS. Ja, verstehe. Ich habe hier noch einen ganz dicken Pfeil auf Snareo-Mikrofon. Du musst noch erklären, hast du mir letzte Woche schon angeteasert. Ich habe extra gesagt, erzähl es mir noch nicht. Ich will es jetzt erfahren. Neues Ding von Moses Schneider hier auf The Producer Network. Snareo, erzähl. Ja, Snareo ist... Wir kennen die Wurst, wir kennen jetzt den Droom, und Snareo ist halt was, da geht es um dieselbe Geschichte, wie kriege ich die Snare-Drum breit, wie behalte ich es, dass der Druck weiterhin aus der Mitte kommt, die Snare-Drum aber trotzdem links und rechts Informationen bietet. Und die Idee ist quasi, zwei Kondensatorstifte zu nehmen, also die man normalerweise als Overhead nimmt, diese unterhalb der Snare, sie guckt also nach oben. Von unten nach oben. Und der Witz an der Sache ist, nicht nur, man behält ja Snare Drum Top steht für die Mitte, da kommt der Druck her, aber die Höhen kommen von der Seite, links und rechts. Wenn ich einfach nur die Dinger nehme und sie unter die Snare Drum packe, habe ich das Problem, dass ein Mikrofon dichter an der Kick ist als das andere. Also muss ich dieses Snare Drum, also dieses Stereo-Pärchen, da diese Kondensatorstifte so drehen, dass der Abstand zum Beater von der Kickdrum der gleiche ist. Versteht ihr, was ich meine? Ja, genau, geil. So, und jetzt hat man nämlich Folgendes. Jetzt hat man nicht nur eine Stereo-Snare-Drum, sondern jetzt hat man auch eine Stereo-Kick mit sehr viel Platz. Und man muss die Snare-Drum, also man kann es gaten, dass wirklich nur bei der Snare-Drum aufgeht, aber auch meine Erfahrung ist, einfach mal nicht gaten, sondern auch die Bass-Drum drüber laufen lassen, super. Nebeneffekt ist auch noch, dass das eine Mikrofon auch wirklich mehr Richtung Tom zeigt, Stand-Tom, und das andere mehr Richtung Hi-Hat im übertriebenen Sinne. Das heißt, das Stereobild bleibt unterhalb der Snare-Drum auch noch erhalten. Und wie gesagt, mir geht es ja immer darum, möglichst dicht an der Quelle zu sein, nicht immer mit Raummikrofonierung zu arbeiten, sondern immer rein in die Quelle und versuchen, innerhalb der Quelle Spots zu finden, die einen eigenwilligen Klang machen. Und jetzt kommt der Bringer noch, das kann jeder für sich selber ausprobieren, ist, wo ist der Snare-Drum-Teppich? Du kannst einerseits den Snare-Drum-Teppich jetzt diagonal, dass er auf den Beater guckt, packen, oder eben genau da, wo auch die Mikrofone sind. Muss dann jeder für sich selber ausmachen. Da will ich selber noch am Experimentieren. Ja. Auf dem neuen Aetna-Album, was nächstes Jahr rauskommt, ist es richtig laut und richtig gut zu hören die ganze Zeit. Macht sich bei Rockmusik, weiß ich, habe ich noch neulich erst probiert bei Rockmusik, weil ich muss mal kurz überlegen. Ist aber noch nicht raus, darf ich noch nicht drüber reden. War erstaunt darüber, wie gut es bei Rockmusik funktioniert, weil ich immer dachte, bei Rockmusik brauche ich so eine breite Snare-Drum nicht, weil da links und rechts ja die Gitarren sind. War dann aber doch erstaunt, dass ich das da auch Sinn macht. Ganz geil. Und das Kondensatorstifte, sagst du, also sowas wie KM84. Genau. KM84 wäre natürlich der Klassiker. Von Röhle gibt es natürlich auch welche. Röhle. Nee, es gibt auch andere, diese Stifte und so, die das alles sehr, sehr gut machen. Aber der Witz ist Tatsache, dass die Höhen kommen von links und rechts und die Snare-Drum-Power kommt aus der Mitte nach wie vor. Okay. Und das macht ein geiles Geräusch einfach. Und jetzt hier, Michael Ilbert hat ja neulich Tokotronic gemischt, ist ja gestern fertig geworden mit dem Mix, und der ist auch begeistert von der Snareo. Und also die Leute, die es mischen und die es zum ersten Mal so
wow, what's that? Das ist ja voll geil und so. Also es macht auf jeden Fall Sinn, kann ich nur jedem empfehlen. Also Snario demnächst irgendwie in der Nachfolge hier von dem etwas anderen Anthem auf jeden Fall. To be continued, da steht es auf jeden Fall drin. Du hast gerade schon Edna erwähnt. Ich würde sagen, wir hören einfach nochmal ein bisschen in so ein paar Musiksachen rein. Das ist ja voll super. Wenn euch, liebe Leute, das hier irgendwie gefällt, dann würden wir uns natürlich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst, den Kanal abonniert, weil das bringt uns alles viel weiter auf YouTube und das bringt uns allen gemeinsam was. Wenn ihr uns noch mehr unterstützen wollt, wäre es super, wenn ihr uns auf YouTube oder Patreon folgt. Da gibt es auch so Premium-Mitgliedschaften und dann kriegt man noch mehr exklusiven Kram und so. Das ist super. Ich spiele mal eine Nummer von Edna. Die hast du hier auf... Welche? Du hast die auf die Playlist hier gepackt. Grinding, eine der neuen Edna-Sachen. Genau. Ne? Das ist die neueste Edna-Single. Marc, erzähl doch noch mal kurz was zu Edna, weil das ist ja jetzt was, das sind ja nur zwei Leute eigentlich. Ne? Wie viel genau, ist da live, wie viel ist da Overdub, wie ist die Produktion da? Ja, Edna ist sicherlich sehr speziell, weil der Sound, den man hört, oder die Anmutung ist elektronisch, wobei alles, was da passiert, live ist. Sie singt, Ines spielt den Synthi-Bass und singt und Keyboards und Demian spielt Drums, aber auch Keyboards. Also er spielt auch öfter mal die Basslinie mit der rechten Hand. Alles ist live. Dadurch, dass es live ist und sie nur zu zweit sind, können sie nicht zu viel spielen. Der Raum, der entsteht, kann ich wiederum nutzen und kann Sounddesign machen. Was man bei Grinding ganz gut hört, in der zweiten Strophe, der sogenannte Producer-Teil, man hört den Droom laut und deutlich. Der Droom macht die Sache riesengroß. Und der Droom ist vor allen Dingen nochmal eine Oktave nach unten gesetzt. Das ist auch mal wichtig, dass man, was macht man mit Rauminformationen? Rauminformationen kann man gerne auch mal eine Oktave nach unten setzen. Hört man bei dem Lied besonders lustig, weil diese Band ist ja, wenn man sie im Raum hört, was hört man? Man hört Live-Schlagzeug. Was man nicht hört, ist Synthi-Bass. Man hört vielleicht das Klicken des Fingernagels auf der Taste. Es gibt ja keine PA, sondern man hört nur Drums und Stimme. Und das ist natürlich mega abgefahren. Was für eine geile Rauminformation sind Drums und Stimme. Und vor allen Dingen, wenn man das dann noch bearbeitet mit Verzerrer und nochmal eine Oktave tiefer. Und bei dem Lied halt besonders lustig zu hören, weil sie singt so na, 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 na. Und dann kommt als Antwort der Raum. Das ist schon lustig. Und im Producer-Teil gehen halt natürlich, dann geht halt alles an, dann gehen alle Mikrofone, die vorher aus waren, gehen halt an und sagen, hey, wow. Und danach wieder schön zurück ab ins Körbchen. Mega. Dann genau. Hören wir da mal rein. Das ist doch super. Grinding von Edna, aktuelle Single von Edna. Ja.
Wow. Machst du eigentlich sowas, wie du für die Drums raummäßig machst? Machst du das irgendwie auch für Vocals oder so? Also gibt es irgendwie sowas, weil die ganzen Räume, Reverbs, die da auch so drauf sind, die gedoppelten Harmony-Vocals und so, die haben auch alle so geile Räumlichkeiten drauf. Ist das was, was du auch schon zum Mix sozusagen gibst, also wo du schon Tracks auch aufnimmst? Gibt es irgendwie ein Lieblings-Reverb-Plugin oder so? Nö. Okay, doch, nee, ist doch alles gut. Gerade bei Aetna darf ich mich ja so austoben und da ist es, Valhalla ist da richtig am Kochen. Also das ist viel Valhalla. Und alles Minimum 20 Sekunden Länge, Minimum. Und einfach damit es immer weiter trägt, immer weiter, egal was man da reinschickt, es muss ewig wie so ein Sustain-Pedal vom Klavier. Das ist so die Idee dahinter. Da gibt es ja auch dieses, ist das nicht so ein Free-Reverb sogar, dieses Mega-Massive oder, nee, Super-Massive heißt es jetzt. Valhalla Super-Massive. Ja, habe ich mir Tatsache runtergeladen, weil es umsonst war. Aber jetzt einmal benutzt und dachte so. Nee, ist es doch nicht, ne? Ich habe es ja erst einmal benutzt, bin so durch und dachte, okay, ich weiß ungefähr, was es machen will. Aber ich finde das eigentliche Valhalla, also das Reverb, finde ich unfassbar gut. Ja. Also wenn es um Sustain geht. Ich liebe das 224er Plugin von Universal Audio, weil das ist dieses alte Lexikon 80er-Jahre-Sound und so. Das finde ich super geil für kurze Sachen. Alles, was kurz ist, ist dieses 224 mega lecker. Genauso AMS benutze ich auch ganz gerne für kurze Sachen. Und alles, was lang ist, Valhalla. Valhalla. Jetzt noch mal eine Frage. Tom fragt noch mal, Snario, XY oder mehr ORTF? Eigentlich hast du gesagt, so auseinander. ORTF, um einfach noch mehr Größe zu haben. Wenn ich das so mache, XY-mäßig, dann bin ich zwar monokompatibel, aber dann bin ich ja so und so, weil ich ja Snare-Drum in der Mitte habe. Ich habe ja so und so die Mitteninformationen. Deswegen brauche ich eigentlich eine möglichst breite Basis. Deswegen ORTF ist fast schon zu wenig. Ich müsste noch weiter auseinanderziehen eigentlich, damit es noch größer wird, dass es noch mehr auseinanderzieht. Ja, genau. Ja. Search fragt nochmal, welcher Reverb? Ich glaube, Valhalla Supermassive heißt der. Den gibt es kostenlos gerade, ne? So. Den gibt es kostenlos, okay. Und auch Frequency Monster gibt es. Es gibt drei Plugins von Valhalla. Genau, auch so ein Delay noch, ne? Genau, als Dankeschön für die Leute, die anderen immer kaufen so, und einfach haben sie mal rausgehauen, so ein Ding. Was für eine nice Company auch, finde ich. Total. Deswegen sollte man die auch immer erwähnen. Unbedingt. Für 50 Dollar ein super Reverb-Plugin muss man haben, eigentlich. Ja. Genau. Was ich euch auch ans Herz legen kann, liebe Leute, ist eine Platte von 1994. Hast du denn die? Ja, die habe ich mir damals gekauft, Alter. Die habe ich ja noch nicht mal mehr. Der süße Sonderexemplar. Gum, Moses Band, Soul Corrosion heißt das Album von 1994. Da ist er hinten drauf. Ja, wenn ihr mal hinten gucken wollt, so. Da ist dieser junge Typ drauf. Habe ich rauf und runter gehört. Ganz ehrlich, dieses Album war echt so hier Anfang der 90er, wo ich gerade sozusagen mit der SAE fertig war, im Hansa dann angefangen habe als Assistent, war das ist eine Platte 1994, die ich echt so rauf und runter gehört habe. Und ich habe dich auch noch live spielen sehen im, ich glaube, Huxleys oder so war das damals oder so, glaube ich. Ne? Und war echt sofort Fan. Super geile Band, super geile Musik auf jeden Fall. Aber die gibt es gar nicht. Gibt es nicht auf Spotify. Nirgends. Ne? Also ich habe mir gerade vorhin, wir können was anspielen. Ich habe es gerade noch mal in meinen iTunes einfach gezogen, weil also Poison Me, der Opener ist schon tierisch, Living It Up ist die zweite Nummer und ich weiß noch, wie ich dich damals gesehen habe, du hast den Bass da bearbeitet auf jeden Fall in dieser Band und du warst damals schon eben so, bist du wahrscheinlich immer noch, so total punkig, ich glaube, du warst so wie der Flea eigentlich von den Red Hot Chili Peppers, ohne T-Shirt. Es war ein physischer Akt eigentlich, wie du da Bass gespielt hast. Ne? Also hast du nicht, wie viele Bassisten, einfach nur deine Töne gedrückt, sondern du hast jeden Ton gelebt eigentlich so. Ne? Ist das eigentlich immer noch so, wenn du spielst jetzt so? Also wenn du, schon, ne? Habe ich dich jetzt beschämt oder was? Ne, ich fand's tierisch, muss ich sagen. Komm, ich spiel das mal ganz kurz an einfach. Ich spiel mal hier ganz kurz, mal kurz das hier an. Muss ich mal kurz umschalten. Sorry, man. Aber ist einfach geil.
iTunes. Wo haben wir es denn hier? Zuletzt, recently added. Warte, ich spiele mal hier an. Ist ja geil. Genau, Living It Up. Mal gucken, ob das hier jetzt läuft. Ich probiere es einfach mal, ja. Der Basslauf, genau. Tierisch. Ah, ich finde es immer noch super, weil das natürlich in mir auch totale Erinnerungen triggert. So finde ich einfach echt mega. War ich halt 24 so, fand ich echt super. Ja, vielen Dank, Moses, für diese Platte auf jeden Fall. Ich habe aber noch eine Frage an dich. Und zwar, kannst du mir eine Kopie machen davon? Ja, brenne ich dir auf CD. Ach, nee, ich habe keinen CD-Player mehr. Natürlich, ja klar. Ja. Kannst du nicht hochladen auf YouTube? Doch, doch, ich lade das hoch. Das ist bei Sony erschienen, das muss man einfach mal, oder? Epic war das hier. Ja, Sony Dragnet, ja. Sony Dragnet, die müssen das einfach mal veröffentlichen, das muss man doch hören. Hier klingt amtlich mega, sagen sie auch schon irgendwie hier. Erzähl doch mal kurz was zu diesem Buch, kann ich auch wärmstens empfehlen. Tino Hanekamp, sowas von da. Soll eine Inspiration gewesen sein eigentlich für deine jetzige Band, oder? Wo hier in diesem Buch, was ich echt super fände auch so, Oskar Wrobel muss die letzte Nacht in seinem Club in Hamburg klarschießen. Ja, also als das Buch rauskam, hieß es, es soll auch verfilmt werden. Und dann dachte ich mir so, boah, wenn es verfilmt werden wird, dann brauchen die ja sicher Filmmusik. Es geht bei diesem Film um eine Band, die sich irgendwie auflöst. Und das ist so eine Three-Piece-Band. Ich glaube, Mädel am Bass, ein Typen, der singt und Gitarre spielt und ein Drummer. Und ich dachte mir, boah, die brauchen sicher Filmmusik. Und dachte mir, okay, dann tue ich mal so, was wäre, wenn der Film in 5 Jahren dann rauskommt? Also wie klingt in 5 Jahren moderner Punkrock von so einer Three-Piece-Band? Und diese Musik habe ich dann quasi entwickelt. Ich habe Tobi Friedrich gefragt, ob er mir beim Texten hilft und habe ihn gefragt, ob er aus dem Buch heraus sich Sachen, also Sätze nimmt, dass man daraus einen Text bauen kann eventuell.
Und dann sind leider die Filmrechte woanders hingegangen und der Film wurde halt woanders verfilmt, auch mit einer anderen Filmmusik. Aber ich hatte ja diese ganze Musik noch am Start und dachte mir, wohin damit? Und dann haben wir die Band Husten gegründet. Und Husten, es gibt auch auf der ersten EP, gibt es den Song Sowas von da. Ja, Husten wollte dieses Jahr zum ersten Mal auf Tour gehen. Wir haben ja nie live gespielt und genau jetzt wollten wir auf Tour gehen mit dem Bandnamen Husten. Das ist natürlich mega geil. Aber man muss dazu sagen, auch die Konzerte waren schon im Berghain sowie im Lido, alles ausverkauft irgendwie. Ausverkauft. Und ein Jahr vorher schon ausverkauft so ungefähr, ne? Also ihr habt das angekündigt und ratzfatz waren die Konzerte ausverkauft und jetzt mit Husten. Auch in Hamburg und Köln und so. Also die großen Städte waren auf jeden Fall sofort ausverkauft und das ist natürlich dann umso krasser, wenn es dann nicht stattfindet. Wir versuchen es, wir haben ja dann gesagt, okay, wir schieben jetzt um ein Jahr im Mai. Jetzt reden wir doch über Corona. Wir wollten nicht darüber reden. Wir wollten nicht darüber reden. Und, aber ich gehe leider davon aus, dass es auch im Mai nächsten Jahres nichts wird. Und dann wird es wahrscheinlich erst dann 2022 was. Aber wir bringen ja jedes Jahr immer eine EP raus, immer mit 5 Songs. Jede EP darf anders klingen. Wir müssen nie einen Stil durchziehen. Die erste EP ist Mono, sie ist Punkrock, das war ja die Idee dahinter. Das letzte Lied auf dieser EP ist in Stereo, wurde unser größter Hit soweit auf Spotify mit Liebe kaputt. Und dann die zweite EP ist demnach in Stereo, die dritte hat dann schon Streicher. Nee, genau, letzte Song auf der zweiten hat dann Streicher, demnach hat also die dritte EP Streicher. Und es geht immer, der letzte Song auf einer EP setzt immer das Zeichen für die nächste EP. Der Cliffhanger. Der Cliffhanger, genau. Ja. Geil. Und wie ist jetzt das Gefühl, irgendwie dann so wieder die eigene, also wie ist, sagen wir mal, von deinem Producing her auch so der Druck, wenn es wirklich dein eigenes Ding ist? Ist das irgendwas anderes so für dich? Ja, das ist ganz schlimm, ist das natürlich. Weil ich muss mir ja selber jeden Tag ins Gesicht sagen, ist doch nicht gut genug. Ja. Und ich muss auch über mich selber meckern und denke mir immer so, also zum Beispiel, wenn wir jetzt diesen letzten Song von der ersten EP nehmen, Liebe kaputt, das war natürlich wie alle anderen Songs auf der EP ein Punkrocker und dachte mir so, boah, der Text ist so gut, die Melodie ist so gut, das ist den einfach so als Punkrocker dahin zu, das ist irgendwie verschwendet, also ich hatte das Gefühl, das ist es noch nicht und dachte mir so, es war schon beim Mastering, ich glaube, die Platte war sogar schon, es war noch nicht im Presswerk, aber es war auf jeden Fall so kurz davor, die hatte nur noch einen Tag. Und ich meine so, ich reiße jetzt alles ein, ich fange nochmal komplett von vorne an. Ich lasse nur noch den Gesang stehen und fange komplett von vorne an. Mit Klicktrack natürlich, das ist alles mit Klicktrack, weil die ersten EPs sind mehr oder weniger, habe ich viel gemacht. Jetzt heutzutage bei den jetzigen EPs, da ist ja eine Band mittlerweile am Start, da gibt es auch keinen Klicktrack mehr und so. Aber die ersten Anfänge von Husten sind halt so Klicktrack-Massaker und ich spiele alle Instrumente und genau, und sich dann jedes Mal selber zu sagen, so, ja, es ist noch nicht gut genug, tut halt irre weh, aber man muss halt auch durch. Und war dann natürlich saufroh, dass dann Liebe kaputt eben in dieser Halftime-Version dann so ein relativ toller Hit wurde. aber was möchtest du denn spielen? Genau, von du hattest in von Husten hast du in die Playlist gepackt, Lehm. Das Lehm, oh ja. Wir könnten aber auch Lehm kaputt machen. Was denkst du? Das Lehm ist natürlich super geil, keine Frage, weil es ja der Cliffhanger ist zur nächsten. Aber da würde ich ja schon zu viel verraten. Deswegen, lass lieber Liebe kaputt, finde ich, weil es ist wirklich mehr oder weniger in einer Nacht entstanden. Und der Masterer, Robin Schmidt, der war, nicht, dass er sauer war, er konnte ja noch mal mir eine Rechnung stellen. Aber es war schon alles fertig. Es war halt so, es war alles fertig. Und dann kriegt er so den Anruf, nee, du kriegst doch mal eine völlig neue Geschichte. Also das war... Ach geil, dann packe ich Liebe kaputt. Spiel mal Liebe kaputt, ne? Ja, lass mal Liebe kaputt. Genau, dann ist der andere sozusagen trotzdem in dieser Playlist drin. Wenn ihr Bock habt, die Playlist ist einfach öffentlich. Also ihr müsst sie einfach jetzt suchen. Moses Schneider, Mixmash, The Producer Network. Dann kann man sich diese Playlist mit den wunderbaren Produktionen von Moses Schneider anhören. Hier ist nochmal ein Song von Husten, Liebe kaputt. Und musst dafür teuer bezahlen. Du kaufst dir Liebe und merkst, es war alles umsonst.
schönster Augenblick. Auseinander wie Zwiebeln, was eigentlich für die Ewigkeit war, will oft nicht länger halten als ein Wimpernschlag. Aufs Herz gefallen, Liebe kaputt, aufs Herz gefallen, Liebe kaputt, aufs Herz gefallen, Liebe kaputt, Asche zu Asche, Schutt zu Schutt. Sie kriegt die Liebe geschenkt und muss dafür teuer bezahlen. Er kauft sich Liebe und merkt, es war alles umsonst. Und so bricht es auseinander wie Zwiebeln, weil es eigentlich für die Ewigkeit war. Will oft nicht länger halten als ein Wimpernschlag. Aufs Herz gefallen, Liebe kaputt, aufs Herz gefallen, Liebe kaputt, aufs Herz gefallen. Herz gefallen, wieder ausgespuckt. Hey! 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 Ich bin aufs Herz gefallen, Liebe kaputt. Aufs Herz gefallen, aufs Herz gefallen, Liebe kaputt. Ja, hier ist schon der Kommentar. Gitarre und Drums klingen einfach mega. Tierisch auch, was da so noch an Verzerrung und zerrten Räumen irgendwie so dazu kommt. Und auch noch mal so links, rechts hin und her geht, gerade so auf Headphones und so. Wie viel Zeit nimmst du dir dann noch mal so sozusagen in der Aufbereitung oder so in diesen Special Effects, wenn du auch sagst, vorhin bei Edna hast du auch gesagt, Sounddesign nochmal so dazwischen. Ist das immer Sounddesign, was schon währenddessen irgendwie passiert so, oder? Nee, das passiert beim Mischen. Ja. Also bei Edna jetzt ist es so, dass die, wenn wir zum Beispiel im Checherie arbeiten, es ist ein Studio, wo es keine Regie gibt, da kann ich ja nur flat aufnehmen, da gehe ich quasi direkt in den Rechner rein. Und wenn die Band dann gespielt hat, kann ich überhaupt erst hören, was ich aufgenommen habe. Fange aber dabei schon an, diese ganzen Groove Gates und Noise Gates einzusetzen und die Hallfahnen schon mal vorzubereiten. Weil wir letzten Endes bei Edna auch dann den Take danach entscheiden. Welchen Take nehmen wir? Da, wo die Noise Gates am besten aufgehen oder wo auch die Noise Gates dann quasi oder Groove Gates eine Geschichte erzählen, weil es wirklich alles zufällig ist. Und deswegen da, bei denen entsteht es quasi bei der Aufnahme. Und bei Husten ist es natürlich, das ist eher beim Mischen dann. Also ich habe ein unfassbar großes Drum-Archiv mit ganz vielen Schlagzeugen und zwar immer in der Mehrspurfassung, also immer mit Wurst und Nomzeln und natürlich auch mit Räumen. Und insofern, das ist hier ein ganz lustiges Beispiel, weil das ist ein eintaktiger Loop letztlich und gespielt vom PC, der Studiobesitzer vom Checherie, weil er meinte, die Leute wollen doch immer nur denselben Drumbeat hören und spielte diesen Drumbeat. Und ich so, das gibt's doch gar nicht. Du hast gerade den Drumbeat gespielt. Aber dann kam man natürlich auch den Luxus dann zu sagen, okay, und hinten dann, wenn es richtig dick wird, dann kommen auch die Raummikrofone dazu. Dann wird es halt so ein bisschen John Bonham-mäßig. Genau. Ich habe ein ziemlich großes Drum-Archiv, muss man dazu sagen. Also mit verschiedenen Trommlern, mit ganz vielen herrlichen Trommlern aus allen Ländern und in allen Studios und immer in der Mehrspur-Variante. Das nehme ich mir quasi immer so mit. Tierisch. Ja, das habe ich auch mal gemacht und dann liegt das auf irgendwelchen Festplatten rum. Ich habe mich nie darum gekümmert, das mal so zu archivieren, dass man es richtig gebrauchen kann, leider. Ja, da musst du eine Band gründen. Ohne genau. Schlagzeuger. So wie genau. Hier kommt die Frage auch noch, welche Instrumente spielst du denn? Also. Der Bass ist natürlich mein Hauptinstrument. Ich bin ein ganz lausiger Tastendrücker. Und Gitarre auch eher lausig. Bleiben wir beim Bass. Bass geht. Eigentlich nur Bass dann sozusagen? Ja. Bass und Produktion, genau. Hier ist noch eine Frage von Ma Records. Wie ist dieser Stop bei der Kick entstanden, der immer wieder auftaucht? Ja, wahrscheinlich. Ist es ein Edit vielleicht, den er da meint? Weiß ich sonst nicht.
Nö, muss ja die Frage nochmal neu formulieren. Ach so, nein, bitte umformulieren. Wir antworten gerne, aber genau, also der Stopp auf der Kick. Nee, weiß ich gerade auch nicht. So, liebe Leute, wir haben heute echt wahnsinnig viel wieder lernen können von Moses. All die positiven Sachen und die Herausforderungen des Live-Recordings auf jeden Fall. Mit Click-Track oder ohne Click-Track irgendwie echt eine entscheidende, wichtige Frage, die zu erörtern ist. Und natürlich irgendwie die Befreiung in vielen Musikstilen, Jazz, Klassik und so weiter, völlig klar, dass es gar keinen Klick sozusagen gibt, sondern der einfach echt, wo das Ding nochmal dazu eine zusätzliche Dimension hat. Vielleicht auch die zusätzliche Dimension, nicht alles tot zu editieren, tot zu tunen, kann man sich auch überlegen. Ansonsten natürlich Wurstmikrofon ausprobieren, klar, wer es noch nicht gemacht hat, Droom-Mikrofone ausprobieren, die Raummikrofone für die Drums, Snareo-Mikrofon unter der Snare. Ja, ich glaube, wir haben irgendwie hier schon echt ganz schön, Ingo vom Producer Network sagt auch, puh, fast 3 Stunden, ihr spinnt doch. Aber, aber wir haben Bock irgendwie und den Leuten scheint es anscheinend auch gefallen zu haben. Wenn ihr natürlich Bock habt, dann schaut euch diesen Stream als YouTube-Video gerne natürlich nochmal an. Ich hoffe, all die Songs kommen irgendwie durch. All die Songs bleiben dabei, uns erhalten. Und Moses, ich wette, wir machen auf jeden Fall hier nochmal eine zweite Runde irgendwie mit dir. Das hat mir tierisch Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Vielleicht, ich Können wir gerne nochmal machen, ja. Es gibt noch jede Menge zu erzählen. Super geil. Ich habe noch eine kleine, ein kleiner Zettel ist noch sozusagen hier übrig, weil du ja schon, also ich glaube, das war an Mike Hantereit, die haben dich so als den Meister Yoda bezeichnet, auch so unter den Produzenten oder so. Also jemand, der zumindest auch so da so eine Ruhe behält. Gibt es irgendwie sozusagen eine buddhistische Weisheit, wie man die Ruhe da im Sturm behält? Also wie, wenn jetzt sozusagen um dich herum das Chaos herrscht und die Bands irgendwie miteinander auch fighten oder so und du mal vielleicht den Vorschlag machst, lass uns doch den Punkrock-Song jetzt machen oder so. Aber wie behältst du sozusagen für dich die Ruhe und den Überblick? Gibt es da irgendwie noch abschließende Worte? Ich bin einfach nur älter geworden. Ist das so, dass man mit dem Alter reifer und entspannter, gelassener... Es muss ja was Positives geben beim Älterwerden. Das gehört sicher dazu. Ja, mehr Gelassenheit. Ich würde einem 18-jährigen Produzenten nicht trauen, der einfach ganz ruhig bleibt. Würde ich nie im Leben. Ein 18-Jähriger muss unter der Decke kleben. Den muss man eigentlich wieder runterholen. Ja. Das ist okay. Mit dem würde ich zusammenarbeiten. In meinem Alter ist es wahrscheinlich dann okay, wenn man dann eher so ein Yoda-Image hat oder so. Großartig. Super. Dann würde ich sagen, wir beschließen das für heute und ich freue mich auf Teil 2 mit Moses Schneider hier, Mixmash, The Producer Network. Schön, dass ihr alle dabei wart. Wie gesagt, gebt uns ein Like, abonniert den Kanal, unterstützt uns, wir freuen uns drüber. Und nächstes Mixmash wahrscheinlich am 23. November in 2 Wochen. Bleibt alle gesund. Moses, bleibt gesund. Deine ganze Familie, lieben Gruß. Und genau, bleibt gesund und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao. We'll be right back.